Ja, hallo, herzlich willkommen beim Placid Volleyball Livestream von und mit, normalerweise würde ich immer sagen, Bertolt Tacke, aber ihr seht gerade nur die halbe Wahrheit oder zwei Drittel der Wahrheit, um dem Gewicht die Ehre zu geben. Ihr werdet das gleich sehen. Aber bevor ich den Studiogast dann wirklich reinbitte, bitte ich erst noch mal um ein klares Bootalk für den Fall, dass oder in der Hoffnung, dass das Bild und Ton okay sind. So, ja, wir haben immer eine gewisse Verzögerung, das erkläre ich jetzt dem Gast gerade. Also bitte mal einmal ganz kurz, Bootalk, ich bin begeistert. Ja, so muss das sein, nicht? Ja, und was haben wir heute? Heute heute geht es ans Eingemachte, Leute. Also heute, das ist der Tag der Bekenntnisse, wenn man so will. Das ist sozusagen mein persönlicher Volkstrauertag. Aber nein, ganz im Gegenteil. Ich habe heute einen sehr netten Gast zu Besuch. Und ich würde mal sagen, ich hole ihn jetzt mal rein. Und das geht so simpel, weil die Technik macht es möglich. Da ist er schon. Ja, guck mal. So, ich darf vorstellen. Das ist Jürgen Bund. Und guten Abend, Jürgen. Hallo Bertolt, guten Abend. Ja, wir tun so, als hätten wir uns jetzt gerade erst getroffen. Genau. Ne? Ja. Ist aber gar nicht wahr. Also wir sind nämlich heute Morgen haben wir uns schon getroffen. Genau. Und haben heute so ein Themenparforce-Ritt durch alle möglichen Sachen vom Beruf über privat, über zufälliges Feststellen, dass meine Rollliste schon in der Gegend in Portugal war, in der du lebst. Ja? Genau. Zu einer Zeit, wo du nach Portugal ausgewandert bist. Ja. Ja. So. Was hat das Ganze mit Modellbau zu tun? Jürgen, woher kennen wir uns? Wir haben uns vor einigen, vielen, mehren Jahren in Telford kennengelernt. 12 Jahre ist das, glaube ich. Und da stand ich, guck mir die Modelle an, guck nach rechts und sehe so einen Giganten aus einem fahrenden Rollstuhl, Dings, elektrischen Rollstuhl aufstehen. Da hatte ich noch nicht gestanden. Da habe ich einen eigenen Stuhl mitgeschleppt. Ach, das war beim zweiten Mal danach, ja. Genau. Jedenfalls war es ein Gigant, also ein Monster von Mensch, so riesengroß. Und dann gucke ich ihn an, denke, Moment, das Gesicht kenne ich irgendwo her. Und dann ist der Groschen gefallen. Das ist doch der Bertolt Tacke von der Modellfan. Das ist jetzt, aber jetzt hast du mit einem Satz so viele No-Gos hier gebracht. Du weißt, hier darf der Name Modellfan, das sind wie bei Harry Potter. Von einer deutschen, führenden deutschen Modellbauzeitschrift? Ja. Ja? Ah, gut man schön. Kann, es gibt nicht mehr so viele, also insofern, wir lassen das mit dem Führen ja. Dran stehen. Bin gleich sagen, minenmäßig komplett unerfahren. Ja, habt ihr heute schon so viel gelernt hier, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ist das so? Ja, definitiv. Okay, gut. Cool. Also, und da haben wir uns kennengelernt. Ja, da haben wir uns kennengelernt, genau. Und da haben wir uns vor allen Dingen kennengelernt, dass, also ich werde das lieber, du hast es vorhin schon verdrängt und vergessen, aber ich werde nie vergessen, da hatten die in Telford im Wettbewerbsbereich, das sollte ich mal machen, rosa, also pink, also grellpinke Tischdecken. Katastrophe. Ich habe damals gedacht, wie sollst du hier drauf fotografieren? Weil da konnte ich das mit dem ganzen Freistellen alles noch nicht. Ich dachte, also da muss die Litho-Anstalt, die muss hier alles Mögliche wegstempeln und freistellen und so. Und war wirklich klasse, dass ich gedacht habe, also wenn ich mit den Fotos hier, wenn ich das zum Modellfan schicke, dann sagen die, wofür fährt der Depp eigentlich nach England, wenn er so ein Dreck Fotos bringt. Aber es ging dann letztendlich, also man gewöhnte sich dran. Ja, und da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Wir haben sofort lange gequatscht. Und, genau, ja, und dann haben wir die Kontakte ausgetauscht, lange gequatscht. Du warst dann an Portugal interessiert, da war ich schon lange in Portugal. Und aufgrund führender internationaler sozialer Netzwerkplattformen natürlich, haben wir uns dann weiter in Kontakt gehalten. Und da ist so eine Art Freundschaft entstanden. Ja. Und das hat mich dazu geführt, ja, er hat ja natürlich angeboten, mich aus Portugal einzufliegen, speziell für dieses Event hier. Ich dachte, nee, Bertolt, ich komme dann auch, ist kein Problem. Aber cool ist hier, Roland hat sofort geschnallt, ne? Servus, das war top mit den Fettnäpfchen. Das Monster von der Modellfan. Ja, genau. Genau, Roland, du hast es geschnallt. Das waren die beiden Fettnäpfchen in einem Satz. Sehr gut. Das sind Legacies. Also vielleicht noch folgendes. Ich lebe halt lange in Portugal, beruflich viel in Englisch unterwegs und manchmal falle ich in Anglizismen. Das mögt ihr mir verzeihen. Das kommt dann spontan raus. Das ist kein Problem. Ich kann dann wenigstens so tun, als würde ich es verstehen. So. Und außerdem, ich ertappe mich in letzter Zeit auch ganz oft dabei, dass ich mich korrigiere, wenn ich irgendwelche Anglizismen gebrauche, wo ich denke, da haben wir ein deutsches Wort dafür. Das kann ja jetzt nicht sein. Also irgendwie, ich habe das irgendwie letztens noch so gedacht, da musste ich mich da auch zwischendurch mal korrigieren. Ich sage, nee, Moment, das kann man eigentlich auch in Deutsch sagen. Egal. Aber da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles in Ordnung. Heute haben wir ein Thema, ja,
nicht gerne, ich sag's nicht gerne, aber es wird ja hier immer schon, ihr seht ja schon, der Hintergrund, diesmal ungeschönt. Ich habe den Greenscreen, ihr seht ihn hier so ein bisschen, also Blue oder Greenscreen, je nach Seite, habe ich mal so ein bisschen auch zur Seite getan, weil, was ihr jetzt hier seht, oder was ihr gleich auch auf Foto, in einem kleinen Einspielfilmchen seht, ist die aufgeräumte Variante meines, ich sagte ja nicht umsonst immer Chaos Studio, ich stehe auch dazu. Ich bin ein Chaot, das wird auch so bleiben, das lässt sich nicht mehr ändern. Also mit 52, was Hänschen nicht lernt, Herr Land, Hans nimmer mehr und der große Berthold auch nicht. Da stimme ich jetzt nicht unbedingt zu, aber das wird sich ja im Laufe der Sendung dann. Ja, kann sein. Vielleicht bin ich am Ende der Sendung so fertig, dass ich sage, okay, komm, wir brennen die Hütte ab hier. Also, nein, aber was ihr gleich seht, es gibt gleich ein kleines Filmchen, das hat Jürgen aufgenommen in meinem Auftrag, sagt, komm, halt drauf die Kamera, zeig auch die unaufgeräumten Ecken. Normale Menschen finden hier alles unaufgeräumt. Wenn ich hier heute Morgen reinkam, ich habe gestern schon ein bisschen angefangen aufzuräumen, heute Morgen noch hektisch weitergemacht. Ich habe dann auch unseren Trefftermin um 20 Minuten noch nach hinten verschoben, weil ich hier noch zwei, drei Sachen noch wegschieben musste, die ich keinem zumuten wollte. Naja, keine Panik, aber naja, ich habe noch ein bisschen gebraucht. Also das, was jetzt der Zustand ist, das ist eigentlich der den ich persönlich für aufgeräumt halte. Andere sagen, Gott im Himmel. Ich glaube, Jürgens Reaktion war, als du hier reinkamst? Meine Reaktion, ja gut, die Reaktion war, ich hatte fast einen Schlag bekommen und dann später beim Film ist fast die Linse meines Smartphones eingebrannt. Ja, aber jetzt hier keine Effekte setzen wollen. Ne? Ganz schlechte Idee. Ganz schlecht. Ich bin so nachtragend. Das wissen die vom Modellfilm, wissen das auch. Ich bin so nachtragend. Du hast jetzt... Ja, natürlich, ja. Ich darf... Ja, also, da ist, ne, ich nicht. Es gibt ein altes lateinisches Sprichwort. Clock, quod licet Jovi, non licet Bovi. Was so viel heißt, was Jupiter darf, darf der Esel noch lange nicht. Okay. Also der Ochse. Danke für das Kompliment. Ja. Ja, sorry, es ist auch nicht Esel, es ist Ochse. Aber sehr gut, ja. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir zeigen das gleich mal. Dieses Büro, respektive Werkstatt, respektive Filmstudio, leidet unter einem eklatanten Problem. Das ist ja sozusagen ein Outing, und, was du jetzt gleich natürlich, hast. Das ist ein totales Outing. Das ist so, das ist quasi wie, das ist, also ich sag mal so, vor 20 Jahren konnte man mit seinem orientierungsmäßigen so Outing irgendwie noch Effekte erzielen. Ich glaube, heutzutage muss man das machen, dass man dazu steht. Vielleicht nur Folgendes. Ich bin mir absolut sicher, dass die EME organisatorisch und von Aufräumen und von Organisation besser ausgerichtet ist als das Studio. Aber ihr könnt euch ja gleich selbst mal eine Meinung bilden. Aber das ist was anderes. Aber da kann ich dir gleich, wir können die Leute wirklich, ihr seht gleich wirklich alle fiesen Ecken hier. Ganz ohne Scheiß. Es ist wirklich kein Spoilern. Da kommt gleich wirklich alles auf. Ich habe nichts zur Seite geräumt, was vor Jürgens Besuch nicht anders. Er war eine halbe Stunde hier vor mir. Also nein, da ist nein, viel ja, passiert. Ja, das ist ja egal. Aber du hast hier für dich wohl nichts weggeräumt. Nee, also nee, du konntest nee, hier nee, frei. Nee. Ich habe gesagt, Stöber, nee. Guck rein. Ich wurde eingeräumt. Ne? Also ich nehme jetzt hier auch Volumen weg. Ja, auch das. Genau, wir haben hier auch ein bisschen Probleme gehabt, erstmal uns hier so zu positionieren, dass wir halbwegs beide in der... Jetzt macht das gar keinen Sinn, den Bildschirm zu drehen, weil die Kamera ein ganz anderer ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es schon wieder vergessen. Du wolltest einen Film zeigen. Ja, Film, der kommt gleich noch. Aber was wollte ich vorher noch sagen? Vorher war noch... Achso, das mit der... Das ist ein Trugschluss. Dass Leute immer, wenn ein Schreibtisch unaufgeräumt ausschaut oder wenn irgendwas unausgeräumt ausschaut, dass Leute dann bei der Organisation chaotisch sind. Ich habe einen anderen Zugang. Das garantiert so. Das ist für manche auch gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wenn manche mich ein bisschen kennen, wissen sie schon. Da wundern sich meine Mitarbeiter bei der EMA auch immer drüber, was für ein, ich sag mal, Präzisionsarschloch ich bin. Weil wenn das nicht genau so gemacht wird, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich es auch zu verantworten habe und weil ich die Abläufe wirklich vorher durchgehe, dann bin ich ziemlich unleidlich. Und dann muss das auch manchmal schnell gehen. Dann ist für ein Bitte in dem Moment auch echt nicht viel Zeit. Also das wundern sich Leute, weil die denken dann immer so, ja, nur weil es bei dem so schludrig aussieht, kannst du machen, was du willst. Das ist ein Trugschluss. Ja. Das darf ich mal eben also so behaupten. Da bin ich ein ziemlicher... Selber, da stimme ich zu. Ja, gut. Da kann ich wirklich sehr entschieden werden. Also meine Festplatte auf meinem Laptop, die ist extrem aufgeräumt, kann ich euch sagen. Ne? Das ich glaube, du hast gerade auch gemerkt, ich glaube, mit dem Zugriff auf meine Verzeichnisse, und das sind einige, da muss ich nicht lange suchen. Nee.
Ne? So, okay. Also, so viel mal zur Selbstbeweihräucherung und so. Weil das, was jetzt kommt, wird wirklich schlimm. Ja, ja, da kommt schon. Ja, ist also, wir gucken mal. Ne? Ich wollte mal sagen, so, ich würde sagen, jetzt reden wir gar nicht mehr lange drum rum. Jetzt zeigen wir mal, wie der Ist-Zustand ist. Und dann gucken wir mal, dann werde ich mal den Jürgen, er weiß ja schon ganz grob, was auf ihn zukommt, aber er weiß wirklich noch nicht alles, was auf ihn zukommt. Mai, ein bisschen nervös, sieht er das schon? Boah, so ein Panikpen in den Augen. Ich hab schon Schweinefliegen gesehen. Also. Jürgen, wir haben eine ganz wichtige Sache vergessen. Ein Ritual, was hier wirklich, wenn Gäste wirklich, und das ist übrigens das erste Mal jetzt seit der Emo at Home im letzten Juni oder August, im letzten August, dass ein tatsächlich physischer Studiogast wieder da ist, Jürgen. Oh, ich habe gar keine Maske auf. Ja, ja, das dürfen, aber wir sind ja beide geimpft. Wir dürfen, das ist ja hier auch privat. Du hast mein Zertifikat noch nicht gesehen. Du vertraust mir sozusagen. Ich vertraue dir da, ja. Okay, ja, cool. Ja. Aber jetzt mal ganz dumme Frage, wie ist das eigentlich jetzt im privaten Bereich? Da gibt es doch keine Auflagen mehr, oder? Hier in Deutschland oder in Deutschland? Portugal oder in welchem Land? Ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt keine Auflagen mehr, was Besuche, Privatbesuche angeht. Nö, glaube ich nicht. Ja. Naja, wir sind ja 2G, wir sind beide geimpft. Genau, ja. So, aber wir haben was vergessen. Und zwar, du musst ja jetzt einen Becher aussuchen. Ich habe den vorab schon mal. Den hier. Oh, dann zeig ihn. Ja, natürlich, zeig ihn ruhig in die Kamera. Das ist der Tom. Das ist der Einzige, der keine Werbeaufdrücke hatte. Was? Ah, doch, der ist der. Oh! Das ist der Tom Arnisch-Becher, ich bitte dich. Das habe ich nicht gesehen. Ist okay, gut, aber ich fand den schön. Das ist ein Blechbecher. Den finde ich richtig schön. Dann, so. Dann würde ich sagen, dann gehe ich doch mal, greife jetzt noch mal das einfach hier auf meinen. Es gibt noch mehr Alkohol? Nee, doch nicht. Nee, es gibt kein Alkohol mehr, aber dahinter dir, da musst du jetzt mal hingreifen. Okay. Ich wähle heute mal wieder meine Buccaneer-Tasse. Und da ist das hier, ja, heute gibt es ja der Saft. Alles klar. Heute muss es O-Saft sein. Oh, da merkt man aber, ich sag, wie ist das eigentlich bei euch? Kommt bei euch der O-Saft wirklich gepresst aus den Bäumen? Oder? Nee, wir haben Zitronenbäume bei uns im Garten. Okay. Insofern sind wir da ein bisschen besser aufgestellt als die Deutschen hier. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. So ein frisch gepressten Zitronensaft. Okay. So. Achtung, also wenn hier das Bild weggeht, dann bin ich hier auf den Schalter von der Steckdose gekommen. Der Notausschalter der Sicherungssteckdose, der ist jetzt echt verdächtig nah an Jürgens Arm. Also, ja, bitte, also Jürgen, 15 Zentimeter. Bitte aufpassen, also das sprengt wirklich alles, dann haben wir auch ein Problem. Und bis das alles rebootet ist, dann dauert es ein bisschen. Ich könnte da eine berufliche Schote mal erzählen, die mir mal passiert ist in diesem Zusammenhang. Schoten sind mit etwa 200 Leuten im Auditorium. Ne? Okay. Aber das vielleicht zu einer anderen Gelegenheit. Aber das hat nicht dazu geführt, dass du gefeuert wurdest. Nee, Gott sei Dank nicht. Also, Prost. 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 Wir müssen dazu sagen, wir haben das wirklich böse Zeug vorher getrunken. Man muss sich ja auch in Stimmung bringen. Ja, ne? Gut. Ja, genau. Ich müsste mal meine Nerven beruhigen. Also, Prost. Genau, Prost. So, jetzt aber. Es wird schlimm. Ey, schlimm. Ich schäme mich auch jetzt schon. Ich entschuldige mich jetzt schon. Jetzt wird es gezeigt. Kochen alle nur mit Wasser. Zwei Minuten Ist-Zustand. Aufgenommen vor ungefähr anderthalb Stunden. Ja. Also da hat sich nichts geändert seitdem. Und los geht's. Oh lala. Das ist ein Problemfall, ne? Das ist nicht mehr nur ein Problemfall. Hey, muss man jetzt auch nicht so bestätigen. Okay, ist alles noch im grünen Bereich oder nicht? Eher nicht. Hier steht der Verursacher, oder sitzt besser gesagt, der Verursacher. Guck mal hier. Interessant. Da kannst du auch filmen. Hier. Oh ja, ja, ich habe schon. Ja, mal unten drinnen noch hier. So, hier auch noch ein Detail. Da gibt es ja was Produktives zu sehen, sprich Nutzbares. Was? Hier ist alles produktiv. Ja, ja, oh, sicherlich. Mal die oberen Stockwerke. Sind ja auch wichtig. Ganz wichtig, ja. Und dann haben wir hier, also ich kann jetzt leider nicht weiter weggehen, weil, ja. Und dass der gute Herr hier ein Fan von Evergreen ist, kann man auch sehen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was in den niedrigeren Stockwerken passiert. Oh, Mann, jetzt wird's aber.
Aha. Ist nicht gestaubsaugt. Ja, gut. Du weißt, was du da machst, ne? So. Okay. Da ist noch ganz viel Platz, aber gut, für die Beine muss schon ein bisschen Platz da sein. Und ich würde sagen, das war so die mediale Dokumentation dessen, was unbedingt eine Intervention ist. So, das immer wieder. Ja. Ja, das, ich sehe jetzt gerade, es ist ja sehr nett, dass der eine oder andere schreibt, ordentlich und wie heimlich, aber jetzt sag du mal, was glaubst du, was hier das Hauptproblem ist? Also nächstes Mal möchte ich hier meine Frau ganz herzlich willkommen heißen. Das ist die einzige Portugiesin, die da in diesem Chat da zu finden ist. Ja, hallo Anna. Hallo. Hola Anna, beijinho. Und, das mache ich jetzt besser nicht nach, weil das, ich weiß ja, was nee, das heißt. Ja, nee, also das mache ich mit meiner Frau, weiß, du machst das mit deiner, nur, ich ja? Nur ist, so. Ja, also, ja? Ich mache ja nur so. Ich weiß das ja, ist mal die Kirche im Dorf. Ich weiß ja, Beijinho ist ja sowas wie Küssen. Ja, ist, natürlich. Hm, gut, hör mal, lateinische Bildung, da mi basia mile von ja, Katholik. Da ist er ja. Gib mir 1000 Küsse. Ich war auch, hatte auch Latein fünf Jahre lang auf dem Gymi. Siehst du? Hat viel gebracht, muss ich sagen. Ich habe studiert, deshalb, das sind die letzten Sachen. Oh, da bist du natürlich. Okay, hier nochmal die Frage. Ja, was würdest du sagen, was ist das Hauptproblem hier? Okay, also ich glaube, das ist wie überall, das Hauptproblem ist zunächst mal Space, Platz. Das ist immer das Hauptproblem. Ich meine, wenn du eine Lagerhalle hier hättest mit 200 Quadratmetern, wäre dein Problem gelöst zunächst einmal. Kurze Zeit, ja. 200 Quadrat. Okay, gut, der weiß nicht, was 200 Quadrat, doch, er weiß es, er hat ja die EME und so. Okay, gut, das ist das erste Problem, Platz. Ja, wenn du einen relativ beschränkten Platz hast, dann musst du aus meiner Sicht, meine Frau, die hört ja jetzt zu, die hat mir auch gesagt, da in meinem Haus, du kannst in diesem Bunker machen, was du möchtest, aber du darfst nicht raus. Und das ist, glaube ich, mit deiner Frau so ähnlich. Ja, ich habe den Flur schon weitestgehend. Ja, das habe ich gesehen. Aber, du bist halt, ja, der Pilz hat sich da so ein bisschen fortgepflanzt. Ja, aber der Flur ist ja nur der Bildungslektüre, der allgemein gewidmet. Das ist neutrales Territorium. Das ist so ziemlich, ja. Da kann ich dann, das kommt ja auch immer gut, wenn Besuch reinkommt, die wissen, ja, okay, das ist ein literater Haushalt. Und Mächte darf da auch ein Buch dazu stellen, wenn sie möchte. Ja, aber da bin ich ein bisschen pissig. Das mag okay, ich gut. So aber da geht, also, das wenn, geht jetzt in Beziehung. Wenn, das, okay, wenn, gut. Wenn, sagen wir mal, nicht Fachliteratur, die über Altphilologie, also alte Sprachen, über geografische Werke, die ich auch gesammelt habe, und Modellbauliteratur und historische Literatur hinausgeht, dann mag ich das nicht. Also man sieht, also diese Betrachtung geht ja in so ein psychologisches Profiling von Berthold damit ein. Ja, ich fürchte schon. Ja. So ein bisschen halt eben. Ne? Also ja. Mal gucken, was ich aus ihm rauskitzeln kann. So für euer Vergnügen natürlich. Ne? Ja, natürlich nur. Warte mal, ich muss mich mal eben so muss ich mich setzen. Ich glaube, nee, da bist du. So, nee. So bin ich. Ja, so bin ich ja genau. Ja, so. Gut, also nochmals. Punkt Nummer 1, Platz. Und wenn der halt eben beschränkt ist, wie meine Frau, die mir gesagt hat, du bleibst da drinnen, da darfst du nicht raus. Ja. Tu mir bloß nicht das Wohnzimmer hier usurpieren. Und ja gut, dann hast du einen beschränkten Platz. So, was dann passiert, ist halt Prioritarisierung, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Ja? Vielleicht gibt es ja auch dann intelligente Kommentare hier in dem Chatfenster. Aber Prioritarisierung, was bedeutet das? Ich habe das selbst gemacht zu Hause, weil ich war schon, ich hab 1000 Modellbausätze zu Hause. In dem Bunker unter anderem. Und glaube mir, Jürgen, das wird hier den einen oder anderen nicht schockieren. Nee, viele haben da mehr, das kann ich mir vorstellen. Würde sagen. Aber in meinem Raum, ich schicke auch später gerne mal Fotos irgendwann mal. Ja, mach das. Aber da bin ich auch an der Decke oben. Also Prioritarisierung. Was brauche ich in dem Raum hier? Ja. Ja. Und das ist dann, was brauche ich überhaupt nicht? Ja. Also Müll. Letztendlich. Ja. Leere Kisten, Kartons, aber jetzt irgendwas. Muss ich mal sofort mal irgendwie, oder ich meine, ich kann mir das auch merken und danach, aber. Weil, wir können es auch aufschreiben. Aber können Modellbauer irgendwas nicht brauchen? Ja. Ja, das denke ich auch immer, aber ich merke dann immer, das Verrückte ist, es gibt ja diese klassische Eisenhower-Regel, ne? Von wegen vier Stapel machen, ne? Was wird gebraucht, wird nur selten gebraucht, wird gar nicht gebraucht, habe ich seit drei Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Dann nehme ich so, das, oh Gott, was hat mich das schon wahnsinnig gemacht? Ich habe das in Seminaren. Kann ich auch ein Beispiel, ich führe irgendwelche Dinge, ich kann mal ein Beispiel geben. Ja. Ich hatte bei mir zu Hause unter den Tischen halt zwei große Kisten mit leeren Flaschen, Fläschchen, Behältern. Ja, ja. Ja, witzig, weil, nur noch gerade
sagst. Ja, genau. Eine ganze Kiste mit leeren Revell-Fläschchen, also so, aber sehr schön, ne? Ja. Das stimmt, das ist eine... Ja, ja, die sind schick, ne? So, also, was brauchst du? Gar nicht, ne? Also das ist wirklich Müll, leere Kisten. Ich sehe da oben zum Beispiel leere, gefaltete Revell-Kisten. Punkt Nummer, also als Beispiel. Ja, du hast doch noch andere Dinge, die du, Altpapier, irgendwelche, wirklich alte Kisten, leere Kisten, die sich so anstapeln. Nee. Club de Modellismo de Região. Ah, das ist mein... Ja, de Leiria. Das ist mein Modellbauclub in Portugal. Olá, pessoal. So, hola. Um abraço. Olá. Das einzige Portugiesisch, weil die sprechen ja kein Deutsch. Also, meistens. Und ja, also priorisieren. Sag mal, was brauchst du überhaupt nicht? Was kann hier raus? Kann Herz ein bisschen bluten. Also meine Kisten, das waren zwei größere Kisten mit leeren Fläschchen, Behälter, weiß man, irgendwann Farben mischen oder irgend so ein Scheiß. Ja. Also da kann ich zwei Leben leben, bis ich die alle genutzt habe. Ja. Schlussfolgerung, eine Kiste muss raus. Ganz ehrlich, weißt du, was ich immer denke? Das Einzige, was hier in diesem Raum absolut überflüssig ist, bin ich. Weil ich immer so denke, ich komme hier rein, freue mich da eigentlich daran, was man alles so hat. Ja? Und ärgere mich. Und ich habe es gerade in letzter Zeit gemerkt. Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben bei einigen Videos. Ich muss vorher aufräumen, bevor, also was frei aufräumen ist ein Witz, schieben, ja, damit ich Platz habe, um zu drehen, also um Sachen zu drehen. Und manche Sachen konnte ich nicht machen, weil ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich weiß natürlich, dass Sachen raus müssen. Aber das Coaching, was ich mir von dir wünsche, geht in eine etwas speziellere Richtung. Mhm. Ich weiß, und das kennen, glaube ich, sehr viele. Man räumt auf in einem Anfall, in einem Wahnanfall. Mhm. Ja, es sieht dann deutlich besser aus. Und verrückterweise kriege ich es immer wieder hin, in kürzester Zeit wieder Ecken vollzustellen. Mhm. Und diese Ecken zum Beispiel, ich habe hier, ihr habt das vielleicht gesehen, hier hinten unter meinem Lackiertisch und da, wo mein 3D-Drucker und so steht, das Ding darunter ist vollkommen zugebaut. Nee, das ist total, die Ecke hier ist alles nur Müll. Nee, Moment, das stimmt nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Nein, das ist verrückt. Ja, du sagst, das ist Müll. Okay, gut. Aber ich habe dann gedacht, ich bin da ganz clever, ich habe hier alles mobil, weil ich habe hier einen sehr kleinen Raum. Also der Raum hier, was schätzt ihr denn, wie viele Quadratmeter das hier hat? Das möchte ich mal eben. Man muss ja ein bisschen interaktiv für sein. Ja, ich sag jetzt mal, macht mal eine Schätzung, wie viel Quadratmeter das hier hat. Bin mal gespannt. Ja, die Generation Tetris. Ja, das stimmt schon, ja. Rainer Wolfschritt, ich habe immer völliges Chaos, bis das Hauptprojekt abgeschlossen ist, dann wird aufgeräumt. Okay, Andreas Guidum sagt 5 Quadratmeter. Andreas, das ist sehr optimistisch. Danke, das ehrt mich, aber auf 5 Quadratmetern sehe ich noch viel schlimmer aus. Matthias sagt 15, genau. Ich glaube hier, der Roland ist, glaube ich, relativ schon, nah. Da kommen schon einige recht nah ran. Ich muss mal eben ganz kurz was schauen. 18 bis 20 Quadratmeter? Also Rossonero, Benjamin mit 10, Simmes, Daniel 5. Daniel, das ist mein Kollege, mit dem ich Butok mache, der auch schon öfter hier war, der schreibt 5 Quadratmeter, ist eine Frechheit, Daniel. Und Joachim Götz, das ist auch eine Frechheit, du warst auch schon hier. Wir haben hier schon zu dritt zusammen gesendet, du Pfeife. Vielleicht war das damals noch etwas voller. Er ist jetzt schon, ich glaube, jetzt ist schon so ziemlich... Ja, also ich löse es mal eben auf. Es müssten 10,5 Quadratmeter sein. Also der Benjamin Rossonero in diesem Fall. Benjamin ist schon sehr nah dran. Mit 10, Roland mit 12, Markus Bockholt mit 12 und so. Ihr wart schon sehr nah dran. Maria Hüttenrauch, 10,9. Hast du das geschrieben, jetzt nachdem ich das gesagt hatte? Oder passte das? Ich glaube es dann nicht. Ja, das ist ja schon fast Punktlandung. Also, das ist hier schon wirklich klein. Ich habe aber hier drinnen, und jetzt ratet mal, wie viel Quadratmeter Tischfläche ich hier drinnen habe. Leute, jetzt, pass auf, ich muss selbst eben rechnen, aber ratet mal eben, ich kann euch das recht schnell, warte mal, das muss ich mal selbst eben rechnen. Es sind 4 Tische. Nein, das war natürlich, ihr habt gesehen, nicht, du musst mich für verraten, außerdem stimmt das nämlich nicht. Okay. Warte mal, was war denn das jetzt? Was ist das genau? Sind
So, jetzt rate mal, wie viele Quadratmeter Tische hier drin stehen in dem Raum. Aha, aha. Dann, ey, sag mal, Benjamin, was ist los hier? Du bist ja der Megafuchs. Ey, was bist du denn für einer? Der passt ja wirklich auf. Rainer Wolf sagt 4 Quadratmeter. Markus Bockhorn sagt 5 Quadratmeter. Und Benjamin sagt nämlich, du hast teilweise Tische übereinander. Das ist eine Fangfrage. Das stimmt nämlich. Ich habe nämlich einen großen Tisch. Das ist der weiße Tisch, der direkt hier hinter der Schulter von Jürgen, wo da noch was drauf liegt, der kann komplett unter den anderen Tisch geschoben werden. Dann passt, dann hat er nämlich genau, hier passt er drunter. Das habe ich nämlich genauso gemacht. So, ich habe hier nämlich insgesamt, müssten das, warte mal, jetzt muss ich mal im Selbstrechnen, 6 Quadratmeter Tische kann ich, habe ich in diesem Raum. Und das, ja, bitte. Nächste Frage. Ja. Welche Tischfläche ist effektiv nutzbar? Ja, das ist die Scheiße nämlich. Was schätzt, wie viel effektive Tischfläche ist momentan noch frei? Sie haben das Video gesehen. Ja, genau, ihr habt das Video gesehen. Ne? Was schätzt du, was würde ich sagen? Naja, gut, okay. Also wenn wir jetzt, wenn wir mal... 20 Quadratzentimeter. Nein, ganz so wenig nicht, aber man kann ja eben die Bücher mal eben kurz, die müssen ja auch morgen, werden ja auch eingeräumt. Ja, ja, sag ich auch immer. Aber Markus Bocker sagt halber Quadratmeter, ja, Roland, einer, ich sag mal so, wenn es hochkommt, ein Quadratmeter, den man dann wirklich effektiv nutzen kann. Und das ist natürlich scheiße. Und das ärgert mich. So, meine Frage an dich, Jürgen. Okay, ja. Also, erstens, wie verhinderst du das, dass du dir bestimmte Ecken immer wieder zustellst? Weil das hier ist so eine tödliche Ecke hier. Und ich muss eben noch sagen, das könnt ihr jetzt hier vielleicht sehen, ich habe alles eigentlich auf so Rollwagen gelagert. Also ich kann alles, das war so meine Bedingung. Die Idee fand ich damals sehr gut, finde ich auch heute noch gut. Weil es ein kleiner Raum ist, muss möglichst vieles ganz leicht eben umgeräumt werden können. Das heißt, ich muss Tische untereinander schieben können, damit ich mir partiell mal riesen Tischflächen machen kann. Da, wo jetzt Jürgen sitzt, steht normalerweise so um 90 Grad gedreht der weiße Tisch, der jetzt hinter Jürgen steht. Den kann ich aber unter dem Tisch, der jetzt hier auch rechts von dir ist, drunter schieben. Dann ist mein Drucker ist auch auf dem Rollwagen. Ne, den kann ich auch frei im Raum rumschieben. Dann natürlich, klar, der Industriestaubsauger auch, klar. Und dann habe ich hier hinten auch mein direkt hinter mir auf der Seite. Oh, sorry. Ups. Könnt ihr das sehen? Also hier, wo ich jetzt mit meiner Hand, wo ich jetzt so zeige, da ist mein Kompressor. Der steht auch auf dem Wagen. Also ich sehe keinen Kompressor, aber ich sehe die Schläuche. Ja, ja. Ja, das ist alles ein bisschen zugebaut. So, und das Doofe ist natürlich, wenn man so eigentlich so ein Konzept hat, alles beweglich, ne? Und wenn man sich dann zubaut, ist natürlich tödlich, weil die Beweglichkeit ist damit weg. Und dann, wie viel Bodenfläche ist noch frei? Fragt Thomas Zöller. Also neben Bertolt und mir, oh ja. 30 Quadratzentimeter. Nein, du musst ja eben noch gucken. Also ich sag mal so, wenn der eine große Tisch unter dem anderen Tisch steht, dann ist hier, würde ich sagen, na, was werden wir, 5 Quadratmeter Bodenfläche auch frei haben. Das passt ja, das so. Ist aber jetzt, das ist sehr optimistisch, ja. Also ja. Oder rosa-rot gefärbt oder also geschönt färbt. Aktuell ist ein Gehweg frei jawohl. Von Schreibtisch 1, an dem ich hier sitze, wo ich auch meine Werke verbreche, bis zur Tür. Ja, ja, aber die Tür geht auch nicht immer auf. Also. Ja. Roland Gretz sagt, der Erbausbereich muss bei mir frei sein, sonst wird das nichts. Ganz genau, das ist eine Sache, wo ich sehr drunter leide, weil der Erbausbereich, den muss ich mir auch immer vorher freischaufeln. Das ist echt nervig. Rainer sagt, stimmt, der Kinder- und Jugendmaßstab ist einfach der Platznot geschuldet. Man redet darüber, die ätzen jetzt gerade, weil ich 1:72 bevorzuge. Deshalb wird hier gerade immer vom Kinder- und Jugendmaßstab gesprochen. Das ist mein Maßstab, ja, also ja. Der angestammte, ursprüngliche. Und guck mal, der liebe Benjamin macht noch ein kleines Wortspielchen, utopistisch, Tisch. Ich schätze, dass, wie ich Benjamin kenne, ist das nicht umsonst so. Ja, das ist ein schöner Ausdruck. Ja, das finde ich cool. Das glaube ich, nett. Ja. Ja. Lars Grah, ich denke, du könntest an die Fensterscheibe noch ein Regal ankleben. Das war gut. Lars, ich hatte das Gefühl, dass wir hier uns um ernsthafte Lösungen bemühen. Also jetzt werde ich ja auch noch in meinem Beisein verarscht. Das ist echt. Das bringt mich auch auf Ideen hier für meinen Bunker. Das ist Höchststrafe. Das ist echt Höchststrafe. Wenn man hier. Okay, Matthias,
Rosso-Nero sagt 35, ist Altherren. Ja, das sehe ich auch so. Matthias sagt, naja, in dem Bismarck in 72 würde den Raum knacken. Okay, Markus Bockholt, ist der Vogelschiss noch an der Scheibe? Nee, ist geputzt. Ah, das ist der, ist das kein Fingerabdruck? Er ist von außen, von außen. Okay. Ja, ist er, Markus. Weil ich könnte mich jetzt als großen Naturschützer ausgeben, ja, aber wir haben seit Corona echt hier noch keinen Fensterputzer wieder reingekriegt und ich putze selbst keine Fenster. Das hier in dem Zimmer, weil mein Fenster oftmals überhaupt nicht zugänglich ist, also so weit zu öffnen, dass ich kann es auf Kipp stellen. Kein Kommentar. Gut, okay. Thomas Söller, ist ein Telefon für den Notfall vorhanden? Nee. Doch. Ach doch, stimmt, das iPhone hier. Das Smartphone eines international sehr bekannten Herstellers. Das darfst du sagen. Ich habe hier, glaube ich, auch schon öfter. Ich mache hier sehr häufig für die Marke Apple. Guck mal, da unten steht ja Werbevideo, Expertenvideo, was ihr wollt, Video. Damit bin ich rechtlich abgesichert. Also jeder Abmahn-Fuzzi kann sich da was aussuchen. Ja? Okay. Und darf sich also wir dürfen auch sagen, Apple. Schön. Ja, ich stehe auch drauf, muss ich sagen. Obwohl, ich meine, ja, muss man sagen. So, dann Rainer Wolf, Signalpistole für Notfälle. Das ist die für Fantasie, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Leute, ganz ernsthaft. Also du hast richtig gute Modellbau, Freunde, wenn ich hier eine Signalpistole abfeuere, nebenan ist die SAR-Leitstelle. Hast du mal erzählen. Das ist hier direkt. Das ist das Gebäude hier? Ja, dahinter alles. Das ganze Gelände hier, okay. das ist Bundeswehr. Und das ist die SAR-Leitstelle. Den kannst du praktisch in den Hof spucken, wenn du möchtest. Fast. Ja, ne? Das Coole ist wirklich, hier landen ja immer regelmäßig Helis. Und ab und zu darf ich auch mal auf den Hof und darf da jetzt letzte das Belgua 1D Walkaround habe ich hier hinten im Hof geschossen. Ah ja. Das ist ganz cool. Lars K., wenn du noch Raum hast und etwas im Flur, wo lässt du dann eigentlich deine fertigen Modelle? Ganz einfach. Oh, ich habe nur überhaupt nichts gesehen. Ja, weil die fertigen Modelle tatsächlich, die werden in große Alu-Boxen verpackt und entweder gehen die nach Reken, also in mein Elternhaus. Das ist auch so, das muss ich dazu sagen. Also ich hatte, bevor ich sozusagen... Also zur Zeit, als ich noch für die Zeitschrift, deren Name hier nicht genannt werden wollte, und auch über die Zeit darüber hinaus, hatte ich noch ein sehr großes Büro mit, also das war eigentlich eine kleine Wohnung in der Stadt. Und irgendwann habe ich gesagt, also erstens, es hatte auch einige vermietertechnische Gründe, also da wurde nicht viel gemacht, was gemacht werden musste. Heizkosten war enorm. Dann habe ich überlegt, ey, Moment mal, es muss auch kleiner gehen. Und dann, weil auch ganz ernsthaft, da hatte ich 50 Quadratmeter. Oh, das ist so natürlich. Ne? Und das war auf zwei Räume aufgeteilt, das war sehr schön. Also der eine Raum, der große Vorteil war, in diesem einen Raum, das war mein Schmutzraum, wenn du so wolltest, da konnte ich gipsen, da konnte ich sägen, Staub machen, wie auch immer. Und da ist man hier in dieser Werkstatt echt vorsichtiger. Einfach aus dem Grunde, hier steht mein wichtigster Arbeitsrechner, daneben steht das Backup sozusagen. Ja? Und da hast du echt keinen Bock drauf, dir das also wirklich so mit Sägestaub oder mit Gips, musst du schon ein bisschen aufpassen. So, ja. Also erstmal ein bisschen, das kann ich aber hier auf dem Balkon machen. So, als ich mir das klar war, dachte ich, Moment mal, ich kann auch meine Gipsarbeiten kann ich auf dem Balkon machen oder wenn ich wirklich mal was sägen muss, was großen Staub hat, kann ich das auch auf dem Balkon machen. Gips, dann mache ich mein Studio nicht. Mache ich auch im Hof oder draußen irgendwo. So, das geht. Und dann habe ich überlegen, wofür nutze ich dann hier eigentlich das Büro? Weil die Mieten, also da wurde mit Strom geheizt. Und glaubt mir, ich habe mehr Heizkosten bezahlt als Miete. Als Festmiete. Also es war unglaublich. Und da habe ich auch gesagt, nee Leute, beim besten Willen nicht. Also das gibt es dann irgendwann auch, macht das auch keinen Sinn mehr. Und dann habe ich überlegt, was kannst du machen und wofür nutzt du das hier eigentlich? Und ganz ehrlich, da hatte ich schon fast das gleiche Problem. Ich habe dort Ecken gehabt, die standen voll mit Kram. Also da waren damals aber auch alle Bausätze und so alles Mögliche hatte ich da. Und da habe ich gesagt, nee, also das kann ja nicht sein. Eigentlich bezahle ich ein großes Lager, wo ich Modellbausätze und alle möglichen Krempellager, wo ich, also ich sag mal so 80%, also schon mindestens 2 Jahre nicht mehr in den Finger hatte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, da kann ich auch, da habe ich meinen Eltern gesprochen, ein Lager in meinem Elternhaus quasi errichten. Ja. Die Eltern mussten dann natürlich sozusagen auch... Die Eltern mussten ins Erdgeschoss ziehen, das geht nicht mehr anders klar. Also, nee, sind sie aus dem Keller wieder raus? Naja, also... Mama, alles gut. Du hast ja ein beständiges Wohnrecht, also das ist ja, es steht im Grundbuch drin, also da kann ich ja gar nicht ran. Alles gut. Außerdem,
meine Frau Mama sorgt dafür, das muss man mal sagen, das ist echt eine tolle, die sorgt dafür, dass auch regelmäßig die Heizung in den Räumen angedreht wird, dass da nichts hier feucht wird und so ein Krempel. Die Deckels sind immer noch in den Kisten drin. Ja, die sind noch in den Kisten drin. Ja, ich weiß, viele nehmen sie raus und konservieren die Sicherheitshalber. Sollte man das machen? Was würdest du sagen, Jürgen? Ja, es hängt tatsächlich aus meiner, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie der Deckel-Hersteller-Experte oder was auch immer, aber ich mache das auch nicht, aber meine Räumlichkeiten sind halt trocken. Und Feuchtigkeit ist natürlich tödlich für Deckels, ne? Ganz klar. Das geht in die Kisten, in die Pappkartons rein. Also wenn jemand Kisten im Keller unten, feuchten Keller lagern würde, ich meine, für die Kisten ist das schon schlecht, ja. Ne? Aber für die Deckels ist das tödlich. Natürlich. Aber wie ist das in Portugal im Winter eigentlich? Bei uns ist das Klima, bei uns regnet es normal, also Vorklima oder ne, Klimaschwende und so weiter. Wir haben auch unsere Probleme, nicht nur hier Eifel, ne, wir haben da auch Überschwemmungen und Stürme und Tornados, die immer mehr kommen. Aber bei uns ist die Luft insgesamt etwas trockener. Wir haben Meeresluft, da würde man zunächst mal denken, die ist feucht, das ist genau das Gegenteil. Ne. Wir haben hier im kontinentalen Innen, wo der Regen sich eher hält, es ist hier insgesamt feucht, das merke ich auch immer, wenn ich hier nach Deutschland komme. Wir leben 30, 35 Kilometer vom Meer und das ist relativ trocken, selbst im Winter. Also die Luft ist trockener, das merkt man. Okay. Insofern, das heißt also, meine Deckels und mein Haus ist trocken, insgesamt trocken, auch nicht im Keller, sondern im ersten Stock und es ist relativ trocken. Jetzt muss man mal doof fragen, das ist eine Neugierfrage jetzt. Braucht ihr eine Heizung im Winter? Also wir leben eher so im nördlicheren Teil des Landes, nicht an der Algarve. Ne, da, und ich glaub, im Winter. Man darf sagen, im Großraum Coimbra da. Genau, sagen, Coimbra, ne? Genau. Wenn auch jemand mal da runterkommen möchte. Fatima immer, ist auch nicht weit. Bin immer froh, jeder, wenn er mich mal ansprechen möchte, mal runterkommen, immer happy, wenn jemand mal besuchen kommt und gar kein Problem. Jetzt muss ich ja ganz böse sein. Also für jemanden, der zum Beispiel sagt, nur ein Wunder kann meinen Modellbaufähigkeiten noch auf die Spur helfen. Vielleicht mal mit Fatima probieren. Dann seid ihr nicht genau. Ich bringe dich ja nach Fatima. Ne? Kein Fatima Problem. Fatima wäre für mich auch Pflichtprogramm. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich dich besuche, dann wäre das tatsächlich für mich Pflichtprogramm. Auf jeden Fall, gar kein Problem. Vielleicht kommt nochmal ein Sonnenwunder. Oh, wer weiß. Ja? Ich habe dich ja, du bist ja eingeladen. Ne? Ja. Wie auch immer. Wir planen ja schon die Route. Ich glaube, ich muss in 26 Tagen, wenn ich dann da und die Rückreise, davon muss ich mich erstmal 26 Tage vor Ort erholen und dann 26 Tage zurückfahren. Also ich brauche ungefähr 2,5 Monate. Dann ist der Trip gemacht. Ein bisschen übertrieben, hört sich irgendwie so nach Ausrede an. Aber um die Frage zurückzukommen, also bei uns, wir sind an der Grenze, also wir müssen im Winter heizen. Wir machen das teilweise in unserem Haus elektrisch. Das ist ein altes Gebäude, das wir von innen so ein bisschen Stück für Stück aufgebaut haben, so als Bauernhaus, so was Ähnliches. Und da haben wir keine Zentralheizung eingebaut, weil wir tatsächlich über vielleicht nur 4 Monate im Jahr wirklich heizen müssen. Also von November bis Februar, März. Ja. Und in den einzelnen Räumen dann elektrisch. Und wir haben im Wohnzimmer einen Kamin. Ja. Und mit einer Tür, also so ein verschlossener Kamin und wir haben auch mit Holz und so weiter und dann heizen wir das Wohnzimmer und ich habe auch gemerkt, seit ich in Portugal bin, dass ich mich an diese warmen Sommer, im Winter eher kühl mit Pulli, also hier sitzen ja die Leute teilweise mit einem T-Shirt vorm Fernseher abends und das ist bei uns in Portugal überhaupt nicht. Jetzt guck mich an, ich werde immer schon gescholten, weil ich ja immer relativ früh schon, weil ich fast immer einen Schal umhabe oder ein Halstuch. Also, wie bist du denn drauf? Das hat übrigens bei 30 Grad, trage ich auch ein Halstuch. Zwar ein T-Shirt, aber dann ein Halstuch. So, und dann kriegst du immer schon, ne? Aber, Ja, das war die Antwort auf die Frage. Ich bin begeistert. Ja, wir kriegen noch viel mehr raus. Bankkonto, alles mögliche. aber wir müssen ganz kurz gucken. Also, Bertolt, denk dran, ich habe es geschafft, 3 Zimmer voll zu pflastern. Sagt Rainer, ja, das glaube ich. Markus Bockholt fragt, Rettungsrutsche zum Aufblasen vorm Fenster. Ja, Markus, so prinzipiell super Idee, aber ich passe nicht durchs Fenster. Nee. Da hat er übertrieben. Er würde durchs Fenster passen, kann ich garantieren. Ja, aber ich habe ja schon mit meinem Kopf tatsächlich schon Fenster eingerannt, kein Scheiß. Das kann ich mir vorstellen. Das ist an der Uni tatsächlich passiert, also wirklich ein dusseliger. Aber das Fenster war schwächer als ich. Und mein Kopf hat eigentlich nichts abgekriegt. Thomas Söller fragt, hat der Balkon eine Absauganlage? Belästigung der Nachbarschaft? Also erstens, es gibt Trennungen zwischen den Balkonen und zum Zweiten, das achte ich wirklich drauf übrigens, dafür habe ich übrigens so einen ganz fantastischen
Achtung, Werbevideo, aber ich krieg nichts dafür, diesen Kärcher Industriestaubsauger hier stehen. Der Ding ist super. Also echt, wirklich, das kannst du vor allen Dingen, kann ich an fast alle meine Elektrogeräte von Proxon, Achtung, wieder Werbung, mein Gott, wie viele Firmennamen heute noch fallen werden. Ist ja eine Werbesendung. Kann ich anschließen? Genau, Werbesendung. Aber das Scheiße, Beschissene ist ja wirklich, wenn du für eine Werbungssendung machst und kriegst nichts für die Werbung, dann ist das... Dann bist du der Oberloser, also ist wirklich. Das, ja, ist das, ja, ne? Ist das Businessmodell ist vollkommen, also ich schon, also, zu, ist rottig. Ne? Nee, du brauchst, ja, du brauchst einen Geschäftsberater. And the big waves in Saint-Nazaire. In, ja, Nazaré, ja, ja, ja. Von Nazaré. Nicht, ja. Von Nazaré ist ja woanders. Aber ach, das in Nazaré. Ah, das sind meine Kollegen, genau. Ja, das ist der Nazaré. Also, das ist sehr ein bisschen bekannt, ja, weil eine der größten Wellen, ja, ne, der Australier, der McNamara, hat ja da den Weltrekord gehabt. Ne, es ist jetzt, gibt einen neuen, aber den hat er jetzt einige Jahre innegehalten. Ne? San Nazaire. Nee, nicht San Nazaire. Nazaré. Nazaré. La Croix. Was hat er da geschrieben? Hat er Nazaré geschrieben? Nazaré. Nazaré. Ja, okay, gut. Accent aigu, aber weiß nicht, wie der sich auf Portugiesisch nennt. Also gut, Portugal lohnt sich, aber ich bin ja befangen, weil ich da unten seit fast 30 Jahren lebe und meine Frau ist Portugiesin und Hund und Katze und Haus und alles. I just wanted to apologize to our Portuguese. Okay, in English, please. Yeah, yeah, right. Just for a second. Just some words in English for the Portuguese model friends from Jürgen and from Leiria. And from Leiria. Leiria? Leiria? Leiria. Leiria? Leiria. Yeah. I try to visit you at one of your famous Portuguese model shows in near future. Montijo, Model Scala. Model Scala, yeah. And where does it take place? Lisbon. In Lisbon. Yeah, south and southern side of the river, but okay. Lisbon basically. So, I hope we'll meet there. I'm really looking forward to meeting you there and have some good port with if, you. If he comes to Portugal, I'll drag his sorry ass to Leiria, and he will be in our little. Yeah. Headquarters. If you have got access with if I can have access with my wheelchair, no problem. No, it's flat ground, no problem at all. So please buy helmets now. you know, Germans are always terrible. Best meet Germans with wearing a military helmet. You but know, yeah? I'll take the opportunity. Just this is probably Danielle. Yeah. Most likely. Yeah. I'm not sure, but it may be Danielle. Okay. And just to tell you that. Berthold invited us to Euromodel Expo, which will take place in March here in Germany. 26. After this COVID shit. Yeah, I'm sorry, shit. Yeah, can I say shit? Okay. Yes, of course. And he invited our club to have a kind of a certain presence there, or special presence. And yeah, so maybe we combine Munster and the Panzer Museum with Euromodel Expo, but we will discuss that internally. Yeah. Very well. Yeah. You're invited, feel invited, yeah, and we are all looking forward having a look at your fantastic models. I have seen some, you've shown some via Jürgen to me. And we also win, and we have already a couple of prizes in Telford, or also gold medals in Telford. And so I think we are not bad. No reason not to visit Germany, yes, you know, and the this home is, of the steel helmet. And we are still European Union here, yeah? So yes, of course, yes. It's much better. You can still pay in euro. I don't know how long, but it's still a good chance to have to make good friends. We have visitors from and exhibitors from 18 countries in Europe. So up to now, no exhibitors from Portugal. You would be the first, and I would really like to see you there. Nee, aber das stand schon im Titel, das mit dem Saarländer, ne? An den Benjamin oder wer ist. Ja, das stand schon im Titel. Also die Krone kannst du nicht mehr aufsetzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Saarländer mit seiner so leicht, so wie würden so. Ja, ich kann auf Saarländisch babbeln, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ich glaube, tatsächlich, dass so von der ganzen Munddynamik, Zungendynamik. Ihr kennt ja Kramp-Karrenbauer, ja, oder gut, der Name Altmaier. Ist, ja, Peter Altmaier. Aber die rutschen ja auch manchmal Peter so ein bisschen Altmaier ab. War mein Praktikumsherr in Berlin. Ja, also den habe ich persönlich kennengelernt. Aber der Altmaier hat das nicht.
Ja, aber der kann das sehr wahrscheinlich. Manchmal, ich höre es vielleicht, manchmal so ein bisschen, aber wie auch immer. Okay, wir waren ja hier bei einem anderen Thema und ich wollte jetzt nicht auf... Karrenbauer ist natürlich ein Name, den kriegt ja selbst schon kaum noch... AKK, okay. Den kriegt ja schon kaum noch ein Deutscher. Genau, die Portugiesen, das kannst du vergessen. Okay, so, was gucken wir denn da? Also, nochmal... Die war schon wegen ihres Namens nicht kanzlerfähig. Das ist... gut, aber Laschet... Die kann ja nicht einen anderen Namen jetzt annehmen. Wenn das Wort Nomen est Omen... Nee, Laschet und Lusche, das ist zu... Das ist schon nah. Das ist, ne? Oder? Phonetischen Index berechnen würdest, da sind die ganz, ganz... Okay. Ja, und Kramp-Karrenbauer ist natürlich... Das geht nicht. Ist ähnlich wie Laschet. Also, So ein Name wie Obdenhövel. Also Tacke könnte ich mir gut vorstellen. Nichts reimt sich auf Tacke. Das ist das Problem. Nein, das geht nicht. Mach mal weiter. So, aber jetzt noch mal eben ganz kurz. Also da habe ich zu Hause bei meinen Eltern, meine Modellbausammlung hingesteckt. Und da kommt doch alles, was fertig ist, hin, weil da habe ich hier gar keinen Platz für. Ich habe hier keine Vitrinen, das ist das Problem. Und es ärgert mich auch ein bisschen. Aber ist natürlich, und dann, wenn dann die Sachen auch verpackt, die werden natürlich auch für Ausstellungen verpackt, in so Alu-Boxen, womit das gut transportiert werden kann, die werden dann wiederum auch nach Regen gebracht. Also das ist so ein Problem, mit dem man hier immer zu kämpfen hat. Du bist schon auf verschiedene Lager angewiesen. Hm. Ich habe im Keller unten auch noch Sachen, aber das sind hauptsächlich Dioramengeschichten. Ja, ich lebe ja in Portugal, aber bin ja aus dem Saarland, wie der Benjamin das auch korrekt eruiert und erkannt hat. Ja, clever. Und ich habe in meinem Jugendzimmer unterm Dach, wo ich immer, wenn ich meine Mutter besuche, im Saarland, in Eppelborn, und da habe ich mein zweites Modellbaustudio. Also ich habe zwei, du hast nur eins. Ganz stimmt das nicht, weil ich habe in Regen auch noch so ein bisschen. Ah, okay, gut. Aber nicht viel. Da okay, wie auch immer, aber da baue ich jetzt gerade eine Rafale. Gerade hier, Maria schreibt gerade, ihr verfehlt das Thema. Ja, wir verlieren gerade massiv Zuschauer, aber das ist kein Problem. Das darf sein, denn das heißt hier Modellbau 360, das heißt, man darf auch um den Modellbau rumquatschen. Ja, aber gut, also das gehört dazu. Portugal und genug. Also gut, okay. Was ich immer gemerkt habe, ist, egal wie viel Platz du mir zur Verfügung stellst, ich krieg den voll. Mhm. Oder böse Zungen würden sagen, du müllst den voll. Oder wie Mechthild immer wieder sagt, jetzt spiele ich hier die Luftfiedel. Ja? Mechthild sagt, du hast zu viele Sachen. Und ehrlich gesagt, kennt ihr das auch? Kennt ihr diesen Spruch eigentlich auch? Wie ich das hasse, wenn sie mir sagt, du hast zu viele Sachen. Das muss ich mir von der Frau sagen lassen. Und ich möchte mal sagen, Mechthild hat auch nicht wenige Sachen. Ich habe die Wohnung ja schon inspiziert. Nee, Berthold schlägt, also hast keine Chance. Du hast, und da wirst du auch nicht hinkommen ins Schlafzimmer. Und das ist eigentlich ein neutraler Platzgrund. Das vergiss es, ich habe da eine Pritsche. Ich darf da nächtigen. Ich habe Asylrecht, aber sozusagen das Volumen dort, würde ich mal behaupten, geht schon schwer zu ihren. Also obwohl ich die deutlich größere, also mehr so Volumen für die Kleidung eigentlich bräuchte. Gut, aber der Punkt war doch, du willst das alles zu. Und wenn ich mich so umgucke, da hast du mir ja drum gebeten, mal umzugucken. Ja, bitte. Und ich sehe, gut, das brauche ich, ich sehe da irgendein Verpackungsmaterial, leere Kisten, nochmal eine leere Kiste, leere Kisten, also rein was zu Kisten, wo ich denke, das ist nicht unbedingt erforderlich. Ich glaube, da kannst du hier locker so zwei Kubikmeter hier einfach mal Platz schaffen. Und das ist für so einen kleinen Raum schon einiges. Das ist einiges, Zeugs, was du wirklich nicht brauchst, was du aus meiner Sicht, also wenn ich das so sehe, wieso, was ist meine Kiste mit den leeren Fläschchen und so weiter, das war redundant. Ja. Es war einfach zu viel. Wir sind ja als Modellbauer auch auf diese Sammler. Wir können keine Schraube wegwerfen. Mein Opa, das habe ich von meinem Opa. Ja. Das hat ich genetisch. Ich auch. Opa, du bist schuld. Du kannst dich nicht mehr wehren. Genau. Schuld, wie auch immer. Ja. Und nee, geht nicht. Also wenn den beschränkt, weil ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr funktionell. Ja, du musst dein Airbrush, das sieht ihr ja da hinten, Airbrush. Der muss das immer. Mein Airbrushplatz, der ist immer frei. Da kommt mir nichts rein. Wenn ich das mich da ist jetzt schon ziemlich strebermäßig. Nee, wenn ich mich da
Also hör mal, ich will anfangen zu irgendwann mal eine halbe Stunde was zu sprayen oder nur zwischendurch vorm zu Bett gehen oder so. Ja. Und dann muss ich noch 10 Minuten und dann ist ja nur eine Verlagerung von dem Zeugs. Ne? Ja. Und dann wird es wieder rein verlagert. Also erster Schritt ist einfach gucken, was brauche ich hier nicht? Ja, also das ist ein Büro. Jede Menge. Also gut, jede Menge. Ja. Und dann guckt euch mal, ich zeige euch mal gerade was. Das ist Auslagerung. Weil der hat ja das Glück. Er hat ja das Glück, dass er Eltern hat mit Wohnung und so weiter, wo er eh schon ein zweites Lager hat. Ja, und ich würde sagen, das, was man langfristig nicht braucht, wenn man so das Glück hat, ein bisschen auslagern zu können, in eine trockene Garage oder bei den Eltern, guckt euch das mal hier an. Ja? Guckt, also, das ist ein Viertelkubikmeter. Ja, aber das ist ja noch gar nicht. Das habe ich ja noch gar nicht besprochen. Das brauche ich ja noch. Aber wann brauchst du das? Ja, jetzt zur Besprechung, möglichst bald, weil es ist ja relativ aktuell. Ey, dann besprechst du mal Lagers aus und dein Auslager. Wann machst du das? Ja, du hast recht. Okay, also es gibt diese Riesenkartons. Da muss ich ja tatsächlich mal sagen, Leute, ich freue mich riesig darüber, wenn sowas kommt. Nächste Woche kommen zum Beispiel, kann ich euch jetzt schon ankündigen, nächste Woche werde ich höchstwahrscheinlich alle Adventskalender von Revell bekommen, weil ich die wirklich gerne, weil da sind wirklich tolle Sachen dabei. Die ganzen 20.000. Nein, Revell hat, glaube ich, ich glaube, Revell war 6 oder 7 Adventskalender für Plastikmodellbau. Ich glaube, da gibt es aber auch noch R10. Von denen rede ich jetzt nicht, weil da habe ich keine kenne und die würde ich noch nie anfordern. Da kann ich nichts Gescheites zu sagen. Aber zum Beispiel nächste Woche, wenn ich freue mich einerseits drauf, aber kannst du das vorstellen? Ich habe auch schon ganz klein ein bisschen Panik. Weil ich denke, ey, wenn die jetzt kommen und die Revell-Adventskalender, das sind solche Kisten immer, ne? Mhm. Also wirklich, das sind Kuben, ne? Also, die sind wirklich 30, 30, 30, so. Also das sind schon richtige Apparate. Jetzt habe ich überlegt, so, also wenn ich mir jetzt hier noch 6, 7 Dinger hier, dann bricht diese Bude auseinander. Also ich muss vorher wieder Platz schaffen. Direkt zur Mutter schicken lassen. Ja, aber dann habe ich... Und dann kommt bei mir noch dazu... Ist ja nur 80, mein... Die trägt die Kisten auch noch das Treppenhaus hoch. Das Lachen, das macht meine Mutter tatsächlich. Das macht sie, das kann sie auch noch und das macht sie auch. Mutter? Mama? Da sind die Daumen. Ja, der ist wirklich toll. Da ist sie wirklich super. Da kann sie wirklich, also da ist sie echt noch fit. Du, da ist sie fitter als ich. Also ich brauche 10 Minuten, bis ich oben bin. Dann hat sie aber schon alles hochgetragen. Kalender und Kisten und so weiter. Aber nochmals, du hast hier Sachen, die ich würde einfach sagen, das kostet mal. Meine Frau tritt mir auch manchmal in meinen saarländischen Arsch. Ne? Saarländischen Arsch. Nee, saarländischen Arsch. Ist ja egal. Ja, das war ein sauberes Zischlaut. Schön. Ich streng mich an. Phonetisch, ja. Deutsch phonetisch wird immer besser. Fast hannoveranerisch, ja. So. Meine Frau macht das auch mit mir. Und dann einfach das Redundante raus. Wenn du das mal ernsthaft systematisch angehst, kriegst du ja 2 Kubikmeter. Würde ich behaupten. Ja, okay. Und wenn du die 2 Kubikmeter erstmal weg hast, dann kannst du wieder zustellen. Aber bitte zustellen mit dem, was du wirklich brauchst. Ne? Also wo ich schon gut wirklich drin geworden bin, ist, das ist tatsächlich übrigens auch die Krise als Chance, kann man ja, ist ja dieser Klassiker, ne? Man darf es gar nicht sagen, aber ich habe in letzter Zeit so oft, dass ich diesen Satz sagen möchte und es zuckt dann so. Ich denke, das kann es ja gar nicht mehr bringen. Das ist fast schon so Dale Carnegie, nicht? Sorge dich nicht, lebe. Ne? So, Carpe Diem. Carpe Diem ist auch immer gut. Ja, das ist alles, was ich gepflückt habe, bringe ich ja hier auch in diese Hütte rein. Ja, das merkt man. Das ist das Problem. Er hat mich ja auch gepflückt und hierher gebracht, sozusagen. Gott, das ist auf so vielen Ebenen jetzt schräg, Jürgen. Das kannst du so, das kannst du so nicht sagen. Also das hat sowas Deflorationsmäßiges. Also ich wusste, dass ich dich heute noch zum Tausch bringe. Das kann man so nicht sagen, weil das ist... Rein modellbauerisch ja, und... Genau, gut. Ja. Sind wir wieder auf der Spur. Ja. Nein, aber die Chance da wirklich drin ist, das ist tatsächlich so, das habe ich gemerkt. Ich leide ja so ein bisschen drunter, dass ich mal denke, boah, du hast hier viel zu wenig Platz. Aber eins weiß ich auch. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe es auch wirklich ohne Probleme geschafft, diese 50 Quadratmeter meines alten Büros, als wir das ausgeräumt haben. Jürgen, ich habe das Gefühl gehabt, also ich hatte dann für schwere Sachen Freunde zur Hilfe und so und vorher schon, ich habe wochenlang Sachen zum Depot gebracht, also zum Mülldeponie, weil ich gesagt habe, davon kann ich mich jetzt trennen. Ich habe, also
Ich habe einen Caddy Maxi, fahre ich. Und der ist hinten komplett ausgeweitet. Also der ist alles ausgeweitet, weil da steht ja normalerweise mein Elektromobil drin. Ich habe diesen Caddy Maxi gefühlt 15, 16 Mal voll gemacht. Bin damit erstmal einmal Richtung Außenlager gefahren, also der Regen. Dann bin ich wirklich, glaube ich, 15, 16 Mal zur Deponie gefahren, in die andere Richtung, habe Sachen weggebracht. Und dann standen die ganzen Möbel und alles noch da. Und dann denke ich ja noch so ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Ey, unglaublich. Also was ich da, und da habe ich so gedacht, das kann dir hier nicht passieren, weil hier ist irgendwann schon viel schneller der Punkt erreicht, ja, wo du dich nicht mehr rühren kannst. Ja, aber den Punkt habe ich jetzt schon. Genau. Lass uns vielleicht mal, ich weiß nicht, ob das wird das Thema so interessant oder was auch immer. Wir haben ja alle dasselbe Problem letztendlich. Ne? Wir haben noch viele Kommentare. Die haben das für interessant zu finden. Jetzt müssen wir mal hingucken, Rainer, aber jetzt müssen wir mal Rainer schreibt, hatte das lange auch. Viele Sachen sehe ich auch nur noch bei Ausstellungen, vor allem die großen Sachen, Dora und so weiter. Ja, genau. The Portuguese can do the catering at Amy. Also, good idea. We will see to that. Okay, sorry. Also, gegen gutes portugiesisches Essen, also ich wäre der Letzte. Ich wehre mich sowieso nie gegen gutes Essen. Rainer Wolf schreibt, sie also no woman, no cry. Okay. Ja, hier, das war... Okay, ich wüsste nicht, wo das Problem mit ein paar Modellbauklemmen im Schlafzimmer sein soll. Ja, das wollen wir nicht diskutieren. Die Klemmen kann man ja woanders anbringen, aber da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Bertolt hat das Kalender zu mir... Bertolt, lass die Kalender zu mir kommen und schick mir die Umschläge und Porto-Aufkleber, dann bringe ich den Kram mit meiner Post weg. Zweimal die Woche ist Versand. Lass die Kalender zu mir kommen. Und schick mir die. Er ist sozusagen dein Verteiler. Ja, okay. Gut, Rainer, da sprechen wir nochmal drüber. Das hat bestimmt aus wie damals mal verliehen, als alles weggeschmissen wurde. Schlimmer. Nee, nein, also das, da muss ich dazu sagen, lieber Benjamin. Wir haben ja vor Italien noch wieder kommuniziert. Bei Rosso Nero bin ich immer, da muss ich echt umdenken. Das ist nämlich Benjamin Post, ist das, nicht? Der hinter Rosso Nero steckt. Ein ganz lieber, netter Modellbau, auch ein sehr guter 72er Modellbau. Hi. So. Und nein, Benjamin, also eins habe ich garantiert nicht weggetan. Ich habe echt keine Bausätze weggeworfen. Ich habe auch nicht. Ich sag mal so, die einzigen Bausätze, die bislang mich verlassen haben, das sind durchaus einige, aber die habe ich in England, das waren meistens altes Airfix-Krempel. Also das neue Airfix stehe ich total drauf, aber diese 30 Jahre alten Airfix-Sachen, da habe ich auch selbst keinen Bock mehr drauf, sie zu bauen. Ja, eben. Und in England, da sind die scharf drauf. Also wirklich, viele fanden da, das hat immer Abnehmer gefunden in England. Da habe ich mir meine letzten beiden Telfort-Touren mit meinem urmelalten Matchbox und Airfix-Kram finanziert. Das muss ich echt sagen. Wobei mich das wundert, weil diese Airfix-Gedödels, das sollte doch auf den britischen Inseln sowieso... Ja, aber gut, Umlauf ja, sein, aber zur Genüge. Waren vielleicht ein paar Kartons dabei, die sie interessiert haben, vielleicht so, ich weiß es nicht genau. Zwar ja, gut, man muss auch dazu sagen, da kriegst du auch keine Höchstpreise für. In dem Kidswap, ja. Du kennst ja Telford, den Kidswap, dann stand dann 2-3 Euro dran, aber ich hatte den ganzen Wagen voll liegen mit dem Zeug. Mhm. Also, weil früher hast du das gekauft für nichts Gutes. Und ja, eben unter anderem, aber auch in dieser Aktion, damals, als ich vor 4 Jahren das Büro dort aufgelöst hatte, habe ich eben von vornherein so Kisten gepackt mit Sachen, wo ich gesagt habe, okay, die willst du selbst nicht mehr haben. Und die habe ich dann in den letzten Jahren dann sukzessive auch in Telford dann auch letztendlich abgestoßen. Und da muss man ja immer sagen, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, kaufst du einen Bausatz, hast du noch 50% des Wertes in der Hand, weil wenn du es wieder verkaufst und es sollte ein Ding sein, was nicht gerade plötzlich Sammlerpreise bekommt, dann hast du wirklich, dann kriegst du nie wieder dein Einkaufsgeld in der Kaufkraft wieder. Ja, never ever. Das einzige Ding war, haben wir vorige Tage mit Harald Bauske auch drüber gesprochen, als Wingnut Wings plötzlich bekannt gegeben hatte, ja, oder als klar wurde, Wingnut Wings hat gerade den Geier gemacht, da wurde plötzlich Wingnut Wings gehandelt und ich hatte keinen einzigen mehr. Also ich hatte 2 Stück, ich habe es ja schon erzählt, ich habe es einem Freund gegeben und der soll auch glücklich damit werden, finde ich auch gut. Also freute mich dann auch, machst du keinen. Ja, das Thema, es sind ja immer noch 16 Zuschauer dabei, so wie ich das sehe. Ja. Und also nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Ja. Also wenn du das Glück hast, dass du auslagern kannst, dann nutze das ganz einfach. Weil es gab, für mich ist es ein No-Brainer, ne? Ganz einfach. Und dann, aber wir können das ganz nochmal aus einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Und glaubt ihr,
das ist ein sehr wichtiger, das, wir hatten eben mit der Airbrush und so, ne? Das ist Funktionalität. Also ich könnte hier nicht Modellbau machen, sag ich dir ganz ehrlich. Ist nicht möglich. Also ich könnte das nicht. Weil dieser Raum hier, der ist überhaupt nicht funktionell. Da, also wenn ich hier was kleben will, muss ich entweder die Mac-Tastatur weg. Ja, okay, das sehe ich. Also an dem Tisch kann richtig gut dran gearbeitet werden, jawohl. Genau. Da steht im Moment zugegeben meine kleine Holz. Berthold, ja, du hast recht. Ist hier nicht funktional. Nein, du hast recht. Es ist nicht funktional. Aber es ist nicht funktional, da hast du recht. Nee. Vollkommen. Ja? Und ich würde das, also okay, da kann ich mich nicht von trennen, weil das war mal eine Kiste, die hatte ich mal und so, irgendwo hängt mein Herz dran. Mhm. Aber ich würde ganz einfach das Ganze mal so entschlacken. Vielleicht ist das ein netteres Wort, das Ganze hier nicht entmüllen, sondern entschlacken. Entschlacken hört sich schwer nach Diät an. Also auch gut, nicht. Aber okay. Du machst es nicht leicht, nicht richtig. Das kennst du ja. Ja, gut. Ja. Ich bin ja Unternehmensberater, also nicht Unternehmensinnovationsprojektberater. Insofern, du kennst schon den Spruch, ne? Jeder, der glaubt, dass Unternehmensberater Unternehmen. Ich bin ja kein Unternehmen, ich bin ein Innovations. Charlie, ich bin Business Developer. Zitronenfalter, so. Zitronenfalter. Genau, und wir müssen ja auch mal mein Honorar sprechen, ja, aber. Ich würde jetzt das Ganze hier mal funktionaler gestalten, bis zu dem Punkt, wo man sagen kann, ich kann jetzt da drin Modellbau machen. Und ich kann, also der Anspruch wäre, sagen, oh, das Ziel ist, ich kann mich hier reinsetzen und innerhalb von einer Minute kann ich entweder kleben oder pinseln oder sprühen. Wir reden nicht über Diorama und Gips und so weiter. Ne? Das sind die drei Dinge. Und das, also es gibt so eine Workstation für Sprühen, das brauchen wir wegen der Airbrush und so. Und dann gibt es so einen, mit dem kann ich kombinieren, kleben und pinseln. Das sind ja die drei. Ja, es ist, ja. Und also das, wenn du das kannst, dann ist der Rest ist ja nur Wohlfühlen. Es gibt also Leute, die im Chaos sich wohlfühlen. Ja, das ist bei mir echt nicht. Das ist das Verrückte. Also fast alle, die mich kennen und die hier auch öfter mal verweilen, die denken immer von wegen Chaos-Tacke und von wegen dem Rauch. Nee, ganz ehrlich, ich fühle mich im Chaos auch nicht wohl. Also das ist das Verrückte ist aber, und das ist wirklich so eine Sache, es ist die Nacht der Bekenntnisse. Ne? Ja. Guck mal hier, Bomi666 schreibt, ich räume gerade nebenzu auf. Ja, guck mal, Bomi, ja, das bringt was. Wohnst du weit weg? Könntest ja mal ab und an nur hierher kommen. Ja, der Berthold gibt dir auch immer ein Kit mit, wenn du mal hier so einen Nachmittag aufräumst. Also da gibt es zum Beispiel Hermann Mavere Seenotrettungskreuzer. Von der trenne ich mich nur, wie heißt Charlton Heston? Over your dead body. Genau, Charlton Heston hat damals ja gesagt, in der National Rifle Association, deren Vorsitzender er kurze Zeit oder längere Zeit war, von my cold dead hands. So, also gut, so würde ich sehr wahrscheinlich. Ja, gut, dann ein 1,72 Kit oder sowas von Airfix, was er eh demnächst in den Müll wirft. Nichts aus meiner Sammlung. Meine Sammlung ist jetzt arrondiert. Entschuldigung, tut mir leid, ich kann da nicht. Bummi, ja, 800 Kilometer. Guck mal, ich glaube, die 800 Kilometer, da kaufst du dir auf dem Weg. Ist der aus Bayern? Bist du aus Bayern oder wo? 800 Kilometer? 800 Kilometer? Kann ja nur Bayern sein. Ist unten, Richtung schon, Österreich. Ich schon mal. Schreib mal ganz, magst du eben ganz kurz reinschreiben, Thomas Zöller, für einen Kit komme ich auch. Für einen Kit bin ich auch gekommen. Leute, ihr seid wirklich lieb und das finde ich auch so süß von euch. Aber ganz ehrlich, das ist, jetzt muss ich hier rumstammeln. Super, danke Jürgen, das hast du gut gemacht. Ich bin ja der Geizlappen, der seine Bausätze nicht aus der Hand gibt, weil er ja keine seinen Hals nicht vollkriegen. Falsch, ganz falsch. Ja, also ganz ernsthaft, Grenze Österreich, okay. Ja, war der Extreme von hier aus gesehen. Da bist du aber schon fast im Passauer Bereich, da schon anzusiedeln, weil das ist ja schon ziemlich das Weiteste, was von hier aus ist. Allgäu, okay. Gut, dann Oberstdorf oder sowas. Wie weit ist Oberstdorf weg? Oder Kempten im Allgäu? Wo müssen wir dich da so ganz grob einordnen? Wenn, dann will ich ja triangulieren. Ich muss ja den Mörser einrichten können. Du weißt ja, ne? Kurz schießen, lang schießen, treffen. Guck mal, der Benjamin, da kriegst du viele Kids los, würde ich sagen. Benjamin wohnt in. Wenn er so weitermacht, dann verrate ich Benjamin. Ich kann deine Adresse, ich kann hier alles. Das ist ja synergetisch. Ich meine, der kommt regelmäßig hierher und du baust deinen Kids-Dash, baust du halt eben ab. Und damit weniger Chaos, verstehst du? Ja, aber ich bin Sammler. Also Sammler, du kannst Sammlern viel zumuten, aber dass sie.
dass sie ihre Sammlung quasi während Lebzeiten verschenken. Jawohl, aber gut, noch mehr Punkt. Funktionalität, das ist ein Argument für dich, oder? Das ist nicht nur ein Argument, das ist vollkommen okay. Guck mal, Oberstdorf 20 Kilometer, Kempen 25. Siehst du, Bummi, also zum Triangulieren wird es jetzt fast reichen. Also, aber da will ich übrigens mal ein Motorrad hinfahren, da in die Ecke. Das ist total geil. Breitachklamm, also ist halt nicht weit von Oberstdorf weg und ist toll da. Also Bummi, ich helfe dir dann auch vielleicht deinen, also beratungsmäßig und nehme dann auch gerne eine kleine Belohnung. Ich mache ja alles für Currywürste. Also ich bin viel billiger. Gut. Aber das ist auch mein Problem. Ich glaube, ich mache das wirtschaftlich, ich mache da was falsch. Aber da musst du mich nochmal anders machen. Ja, das ist... Aber jetzt noch mal... ich arbeite auch hier umsonst. Halt. Das ist ja keine Arbeit, ich bitte dich. Das ist Publicity, das ist Media, das ist eine große Glitzerwelt okay. des Televisions. Ja, das ist also, ja. Dass du das so siehst, das ist klar. Das ja, ich muss das so sehen. Ich meine, das ist einfach Selbstachtung. Aber das Schöne ist, gucken, also ich würde mal sagen, das ist der nächste Tag, gucken sich das Leute nochmal an. Da gab es auch meine Leiharmee, außer ausgewählten Sachen, also sonst brauche ich nichts. Ja, das ist sehr schön. Hm. Okay, schön, ja, Gebirgsjägerkaserne, stimmt, gibt es auch in Sonthofen, ja, die gibt es, glaube ich, immer noch. Modell militärischer Sperrbereich, okay, ja. Denk bitte dran, aufräumen bedeutet nicht, den Müll rechtwinklig hinzulegen. Lars, du hast so recht, du hast so recht. Das ist so unglaublich. Das stimmt, tatsächlich. Also aufräumen, das fängt bei mir tatsächlich erstmal mit an, Sachen auszurichten, ja. Und dann irgendwann merke ich, okay, es hat effektiv gar nichts gebracht. Nee. Aber ich habe aber hier schon in meinem Zimmer, da werdet ihr demnächst, ich mache ein Beweisvideo, ja? Also könnt ihr mich, ihr müsst mich immer mal wieder daran erinnern, ihr wisst das. Leute, ich bin noch so viele Sachen sind offen, ich habe das nicht vergessen, da könnt ihr mir glauben. Da sind noch Sachen offen, die kommen auch alle noch. Und jetzt Corona ist scheiße, erste Konflix machen, jetzt ersaufe ich in Arbeit. Ich mache gerade ein neues Magazin, das ist jetzt kein Modellbau-Magazin, aber es hat durchaus für Modellbau Interesse, also es hat was mit Autos zu tun. In gut einem Monat kann ich es auch, glaube ich, hier, oder nahe einem, schaffen wir nicht ganz, in 6 Wochen kann ich es hier in die Kamera halten. Und es sind auch schon wieder neue Modellbausachen, also so zum Thema Bausätzen in Auftrag. Also da kommt wieder einiges. Und es ist halt verrückt, dass ich aber auf jeden Fall euch hier zeigen werde, was ich hier verändern werde. Und zwar das Erste. Und also dann bitte das Einzige, was sich verändert, ist, ich werde aus dem Raum gehen und dann in der nächsten Zeit nicht mehr zurückkommen. Also entschlacken, der Raum ist praktisch schon etwas entschlacken. Es ist deutlich leerer geworden. Ja, das würde ich auch, wenn ich rauskomme. Nein, aber das Problem ist ja einfach, wenn ich aus dem Raum bin, ist hier schon deutlich mehr Raumluft. Also das ist nicht... Ja, aber du bist ja zum Modellbauen erforderlich. Insofern, du bist ja nicht redundant. Ja, die Kisten da unten, die sind redundant. Ja. Ich habe ja gesagt, es gibt viele Motorräder, aber nur einen Berthold. Jetzt wird er rot. Das sieht man in der Kamera jetzt nicht. Der läuft jetzt rot an. Also, nee, das kann ich echt nicht. Also ich glaube, ich habe irgendwo im Rahmen meiner Schöpfung ist irgendwie das Thema, dem ist nichts peinlich. Irgendwie, also ich glaube, das bin ich ungefähr. Mir kann fast nichts peinlich. Also, und selbst wenn mir was peinlich ist, ich glaube, das merkt man nicht. Gut, aber jetzt reden wir wieder über uns. Aber genau, wir reden über was. Ist ja vollkommen langweilig. Genau. Aber was ich jetzt tatsächlich ändern werde, das ist das. Und zwar mein zweiter Rechner. Ich habe hier noch einen zweiten Mac stehen. Der kommt weg. Das ist sehr löblich. Der schafft eine Menge Platz. Ja. Und der war ursprünglich ja auch nicht gedacht. Also hier hättest du praktisch deinen Mal- und Klebebereich. Ja. Da hast du so die Werkzeuge und das. Ja, das Schöne ist, du musst dir das so vorstellen, dann schiebt man den Tisch, der da drunter steht, den kann man nämlich vorziehen. Dann hat man ungefähr einen Meter, der Tisch da, der weiße. Der passt ja, da komplett. Der ist ja schon vorgezogen. Ja, der steht da normalerweise drunter. Ja. Und wenn man den vorschiebt, da hast du natürlich noch mehr Arbeitsfläche. Dann hast du eine riesen Arbeitsfläche. Wobei du, wie gesagt, den entmüllen musstest. Ne? Ja, das finde ich immer so polemisch, wenn dann von Entmüllen die Rede ist. Was da drauf liegt, Leute, das hat mehrere hundert Euro gekostet. Du hast da hinten eine Harrier GA3 von Estin 172. Das baust du im Leben nicht. Nein, brauche ich auch nicht. Entmüllen. Warum habe ich die überhaupt? Hast du mal was von eBay gehört?
Oder gibt es den Benjamin? Gibt es den Benjamin, wenn er hier... Nein, Benjamin kriege ich nicht. Nein, Benjamin hat sich damit disqualifiziert heute. Benjamin, du, also ich sag mal so, wenn ich später, ich habe das vorhin schon gesagt, das ist das ernsthaft so, ich werde Mechtelt anweisen, im Falle meines Ablebens, was von dem ich hoffe, dass es noch ein bisschen auf sich warten lässt. Alles Jürgen bekommt. Nein, Jürgen, das ist auf dein, das stimmt nicht. Das ist garantiert nicht. Nein, aber ich habe Maggie gesagt, pass auf, ich hätte gerne schon noch ein paar Besucher am Grab, die ein gewisses Interesse für mich, ein ehrliches Interesse für mich haben. Und das, wie kann ich das erzeugen? Das kann ich dadurch erzeugen, dass du Grabbeigaben machst, dass du so Plastikkisten mit Bausätzen vergräbst und dass alle Leute wissen lässt. Und auf meinem Grabstein stehen die Bausätze, die auch sich im Grab befinden. Hey, da kriegst du am Ordnungsamt, kriegt Maggie halt eben eine... Die kann aber Zettel, die darf Zettel an meinen Grabstein dran kleben. Ist ja welche Bausätze, Ja, wieso? Aber das können wir doch machen. Wir können doch so Container daran machen. Dann in der werden die Bausätze gelegt, dann klappt und wenn die aufgeklappt werden und nachts dürfen sich die Leute dann jeder einen Bausatz holen zur Geisterstunde. Leute, ihr wisst gar nicht, was ich für ein Biest sein kann dann. Oh ja. Weil ich werde euch in euren Träumen verfolgen. Er hat mir heute einiges erzählt, aber das bleibt unter uns. Das ist besser. Ich schreibe das dann also irgendwann. Ich glaube, der eine oder andere kann sich das vorstellen. Wir schweifen schon wieder ab. So, pass auf. Und jetzt derjenige, der dann eben aber auch einen Modellbausatz aus der Kiste auf meinem Grab nimmt, muss das aber auch schön sichtbar im Zettel durchstreichen. Ja, und damit Maggie immer wieder nachlegen kann. Ist das gut? Rainer Wolf schreibt Pharao Berthold Amuns Grab. Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Also die Vorstellung gefällt mir irgendwie. Das ist irgendwie. Da habe ich aber nichts davon, ich bin zu weit weg. Gut, ja, aber gut, ja, okay. Machst du, ja, du darfst auch drei nehmen. Ja, also schön. Wer aus dem Ausland anreist, das gilt aber jetzt nicht für die Niederlande. Weil keine Anrainer. Ich bin lieber Peter, lieber Marc und Marcel, euch traue ich zu, dass ihr dann nämlich wirklich auch. Also Anrainerstaaten dürfen auch nur ein Modell jeweils rausnehmen. Und nicht mit dem Anhänger kommen. Also das, ich bitte, am Grab ist ein bisschen Grundehrlichkeit, bitte, und also da verlassen wir uns auf euch. Und die arme Maggie, die muss man ja auch, also ihr könnt sie unterstützen, die Modelle jeweils auf mein Grab zu platzieren. Oh Gott, jetzt reicht's aber irgendwie. Also bist du irgendwie so morbide drauf, ja, oder was? So den ganzen Tag nicht irgendwie. Nee, aber das ist so abends kommt so. Ja, das ist ganz schlimm. Gut, aber nochmal auf den. Wir hatten jetzt einen roten Faden hier. Aber ja? Genau, der Bildschirm, also der Bereich, das kommt weg. Mhm. Ich verspreche, dass der Bereich hier hinten, also der ganze Lackierbereich, dass der Bereich unter dem Tisch, dass der freigeräumt wird und der Tisch selbst auch. Ja, also auf jeden Fall. Das ja, und dann heißt es, ja, dann wird es natürlich so. Ja. Von der Arbeitsfläche, eine Anregung. Im Prinzip könntest du dir unter diesem Tisch hier mit der Airbrush und so eine ausziehbare Platte, die kriegst du ja von Apple und einem Baumarkt, könntest du da so eine rausziehbare machen, dann hast du noch ein bisschen mehr Arbeitsfläche, wenn es ums Sprayen und Vorbereiten und so weiter guck geht. Guck mal, wie weit mein Stuhl hier schon nach hinten geht. Das geht. Oder so. Ja, geht schon. Ja. Ist dies Jahr rein raus. Ja. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und dann gibt es auch so etwas, was mir auch aufgefallen ist. Ja. Aber das ist schon etwas, das hat jetzt weniger mit Entschlackung zu tun. Aber zum Beispiel das Ding hier oben, das ist total unfunktionell. Welches Ding? Dieses Schränkchen, was auch immer. Was ist das? Unfunktional? Ja, ja. Weil du hast hier jede Menge Platzstauraum, den du nutzen könntest, den du jetzt gar nicht nutzt. Okay. Das habe ich bei mir wenn ich mal Fotos schicke. Ja, das habe ich gesehen. Da ist noch Potenzial. Da könnt ihr noch was anschrauben und dübeln in meinem Raum an den Wänden. Das ist noch nicht komplett ausgenutzt. Aber hier verlierst du einiges an Platz. Wegen diesem Regal, weil das, also ein Drittel, also die Hälfte von dem Regal, würdest du direkt, also das da oben, das sieht man jetzt in der Kamera nicht. Ja, man kann es nur erahnen. Ja. Und da würdest du also die Hälfte dieses Regals nochmal gewinnen. Ne? Und vor allem dann oben hast du auch nochmal mehr Abstellfläche da oben. Ja. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass du das zumüllen kannst, aber hier hast du. Also wir reden ja über die oberen Bereiche, zur Decke hin. Ne? Der liebe Rainer hat mich gerade an der Nase gepackt. Der sagt, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Lass das. Lieber Rainer, ich weiß nicht genau, worauf du das beziehst. Aber dass du das da unten leer räumst und das hier leer räumst. Ja, ich glaube auch, es gibt, ich sage ja auch manchmal die Sachen so, ich sage, dann mache ich bis dann und dann, dann schaffe ich das nicht bis dann und dann, das ist schon, da habe ich schon echt ein Problem mit. Da muss ich schon zugeben. Aber lieber Rainer,
Das hier, das muss passieren tatsächlich. Das ist, ich habe da gar keine andere Wahl. Das hier kann man kein Modellbau machen. Hier kann man, hier, nein, das, was man, was man hier machen kann, nein, ist vom Rechner sitzen und Content aber, und so weiter. Aber, nein, aber das stimmt aber nicht. Hier kann man kein Modellbau machen, das stimmt nicht. Weil, nein, ja, aber die Vorbereitung, ist, bis du Modellbau machen kannst, die ist schon... Ja, da muss man was machen. Aber, das, aber da habe ich gerade ja gesehen, manche Leute schreiben hier, bei mir habe ich 20... Ich hab, also ich habe auch schon echte Werkstücke gesehen. Die haben, hier, das ist alles, was die haben und alles andere liegt zu. Also das ist also so ein Frühstücksbrettchen ist Platz und dann wird Modellbau gemacht. Dann machen manche Leute geile Sachen. Also so viel Platz haben wir hier 5x, 6x. Aber und machst du das so? Oder möchtest du das so machen? Fühlst du dabei wohl? Nein, nicht. Aber ich mache es so. Ich mache es tatsächlich so. Also das ist ja das, was mich so ärgert. Mich ärgert so, dass ich halt immer wieder was freiräumen muss, um irgendwas zu tun. Und dann kippt dir was um und dann ärgerst du dich und sagst so eine Scheiße. Ja. Ne? So, also, aber ich gebe dir recht, dass da ist Potenzial, hier ist was. Da unten, das gebe ich ja, wenn man da oben die ganzen Kartons mal so wegräumen würde, ja. Aber Rainer Wolf, ich darf doch mal eben ganz kurz für die, die gerade noch da sind, da muss ich doch mal eben auch drauf hinweisen. Also, wir haben ja noch eine Challenge. Und diese Challenge ist... Ah, kommt. In 4 Wochen macht ihr eine Kontrolle, Thomas. Ja, das ist... also, ich sag mal... jetzt muss ich mal eben kurz... Also, es gibt hier ein paar Kommentare, da muss ich mal kurz drauf eingehen. Also, Thomas Söller macht in 4 Wochen eine Kontrolle. Also, ich hoffe, dass das nicht 4 Wochen dauert, weil tatsächlich auch die normale Arbeit, die ich jetzt gerade zu erledigen habe, auch nochmal, nicht, die nicht direkt am Modellbau hängt. Ja, mehr am Computer. Auch die Arbeit braucht auch ein bisschen Platz. Also, da habe ich echt eine Menge Zeug, was jetzt layout-technisch in den nächsten Wochen zu erledigen ist. Und da sind so viel Material, das muss ich auch eben gut ablegen können. Das ist halt, also, deshalb macht das Sinn. Benjamin schreibt gerade, nimm dir ein Beispiel an Otik. Und Otik Stahl, liebe Grüße, falls du gerade guckst, das ist ein lieber Modellbau-Kollege aus Bratislava in der Slowakei. Und der baut Spitfires, Messerschmitt 109 in Serie. Unglaublich, was der weghaut. Ich glaube, jede Woche baut er 2 Modelle. Das ist wirklich irre. Also im Jahr kommt der locker auf seine 70, 80 Modelle. Das ist irre. Wirklich toll, aber das sitzt zeitlich bei mir auch so nicht drin. Also da ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Arbeitstag ein bisschen anders gruppiert, dass das Bauen und so... Ja, ist auch eine Interessensfrage, eine Zeit- und Interessensfrage. Ja, und ich sag mal so, das ganze Gedönse hier, YouTube, Facebook und diese ganze und die Webseite und so, das frisst alles Zeit, Leute. Du hast ja alles aufgehört. Das ist extrem aufwendig. Also Also wir haben jetzt gerade vorhin, also da ging super schnell, da eben das Thumbnail machen und sowas, aber das normalerweise steckt man da viel mehr Zeit rein. Ne? Und, vielleicht noch eben Funktionalität, das ist mir noch was eingefallen. Ja. Also bei ist ja jeder anders, nur du hast ja, es gibt Kollegen, ich habe auch nur so einen Modellbauclub und jeder hat so seinen Stil, seine Persönlichkeit, wie er Modellbau macht, in welchem Ambiente und so weiter. Aber bei mir zum Beispiel diese Produktivität oder diese Organisation, dass ich irgendwie schnell produktiv werden kann, funktional, das ist für mich auch ein Stimulator. Ne? Du bist beruflich damit verbunden, für mich ist das nur Hobby. Wir haben mit Modellbau beruflich nichts am Hut. Und wenn ich jetzt in mein Studio reingehe, und das wäre, oder es ist auch schon mal passiert, ist irgendwie vollgestellt mit Zeugs, Büro und dann irgendwie, dann habe ich da auch noch einen Arbeitsbereich wie du hier mit Computer, wo ich dann auch meine Beratungstätigkeit teilweise im Modellbaustudio ausmache und sogar Videokonferenzen mit Partnern, Kollegen und so weiter. Aber wenn ich habe gemerkt, wenn das alles irgendwie so zusteht, in Anführungszeichen, dann geht bei mir das Mojo, ne? Die Lust, der Wunsch. Mir passiert das manchmal, ich sitze da und arbeite was und dann denke ich, jetzt habe ich genug Computer, Maus, Tastatur, keinen Bock mehr. Dann rolle ich meinen Stuhl 2 Meter weiter und dann bin ich bei meiner Klebearbeitsfläche und 3 Meter weiter bin ich eigentlich auch bei der Airbrush. Nur ich sagen will, ist, dass man halt eben, wenn man sich das, mein Covid, wir haben viele Computer zu Hause gehabt und so und bei mir hatte ich das Glück, dass ich halt das so miteinander verbinden konnte, mal 2 Stunden am Rechner, aber dann, er hat keinen Bock mehr und jetzt einfach 1 Stunde und wenn ich das alles zustehen will, jetzt muss ich das nächste Mal wegräumen, ich bin jetzt wieder ran an den... Ich habe immer Angst, dass ich auf dem Notschalter drücke. Händen und Füßen, ja, genau. Das war gerade so knapp, ich dachte so, oh Gott, wenn ich jetzt was mache, dann macht... Ja, das ist ja die Sendung aus, ja. Und das war bei mir einfach, wenn ich sage, jetzt geht's hier weiter, ne, und mach gerade weiter, so aus dem Stand heraus. Für mich ist das ein Hämmer.
Und dann geht bei mir ein bisschen die Lust runter und bei mir so, ja, ich brauche das in so einem Flow, ne, in so einem Flux, in so einem Fluss. Also, wir können Folgendes mal eben machen. Ich spiele jetzt noch mal eben den Film ab mit den Problemecken hier. Und dann sage ich jetzt mal, was das bei mir schon mal bewirkt hat. Wir können nämlich das jeweils anhalten. Also bitte wundert euch nicht. Jetzt kommt eben noch ganz kurz dieser 10-sekündige Vorspann. Jetzt nicht irritiert sein. So, also. Wir machen jetzt mal langsam leise. So. Und hier können wir das nämlich anhalten. Also, ihr seht jetzt, also die Tür, da tut sich das... Da tut sich ein Wunderland auf, ja. Also ihr seht mal, also erstmal hier oben schon mal. Ihr seht jetzt, also da ist alles wirklich in den Kisten da oben, was ihr hier oben seht jetzt, die weißen Boxen. Da ist, da muss ich tatsächlich sagen, ist mir gerade noch, ich war mich die ganze Zeit krampfhaft überlegen, was habe ich da drin? Und das ist immer schon scheiße, wenn man überlegen muss, was ist denn da drin? Das zeigt mir, das habe ich ja beschrieben, ne? Aber habe ich, ja, ja, das heißt mir, das mag heißt, ja nicht stimmen, obwohl einige ja, ist nicht, doch, das, einige, das, eine doch, ist nicht beschrieben. Ja, aber das Problem ist, in den Kisten, die sind natürlich auch eher A, schwer zugänglich und B, macht das wirklich, genau, die IKEA-Schuhschachteln, ganz genau. Und also da zum Beispiel, da kann vieles weg. Da kann wirklich vieles, das du kann woanders. Du kannst auch einiges an Platz, ja, der genau. Punkt ist ja, wenn du da, nochmal, vielleicht auch oben, also wir reden hier, eigentlich sagt man, to preach to the choir, ne? Also wir reden hier, die Kollegen haben alle das 25.000 Mal alle durchgelebt, ne? Aber hier oben, du hast hier oben, oben in deinem Raum, den oberen Raum, den nutzt du nur partiell. Ja, das und da könntest du einiges ablegen. Vor allem, das ist das Problem. Dass du nur mittel- bis langfristig genau, brauchst. Weil oder selten. Weil das viel Ablage ist. Darum, das ist das Problem. Da wird vieles nicht zum Zwischen-, sondern zum Endlager. Was ja, ihr jetzt daneben. Aber auch Dinge, die du nicht so vielleicht ein Projekt, was du erst in 2 Monaten beginnst oder Bausätze da oben ablagern. Was ihr hier nämlich zum Beispiel seht, also die Bausätze, die ihr jetzt hier unten seht, das ist eine Kiste, das sind alles angefangene Projekte. Ja. Das ist alles was irgendwie gebaut oder was angebaut ist. Also das ist schon... Ich habe 23 angebrochene Projekte, die passen alle in ein IBA-Regal, in zwei Etagen eines IBA-Regals. Ja. Und wichtig ist, Brummi schreibt gerade so, Gruschbecher sind immer nervig, finde ich. Du hast sowas von recht, Brummi. Gruschbecher sind scheiße. Das ärgert mich auch, weil die sind unpraktisch, die kippen um, ist Mist. Also da muss auch was passieren. So. Also ich stimme partiell zu wieder und teilweise zu, weil meine Becher, die sind ganz klar geordnet. Das sind Pinsel, das andere sind Skrett, also Meißeldinger, im dritten sind es Pinzetten, im vierten sind es irgendwie. Also das ist schon geordnet. Wenn du an die Wand hinten ran drückst, dann wird da auch was draus, weil oben drüber beginnen meine Regale. Ja. Insofern. Und wenn du dir das jetzt mal anguckst, das Regal hier mit den 4 Schubfächern da, das ist da, diese schwarzen unten und dann oben diese weißen Laden. Ja. Das sind alles Dioramenmaterialien. Das ist ein Grundproblem, was ich habe. Ich liebe ja Dioramenbau, Dioramen, Vignetten und sowas. Und für Dioramen und Vignetten glaubt man ja, man braucht immer alles. Ne? Du brauchst Steinchen, du brauchst Ästchen, du brauchst Gläschen, du brauchst Typchen, alles Mögliche. Das Problem ist eigentlich, da muss ich mir was Cleveres überlegen, dass ich ein gutes, ein sozusagen wie so ein muss ich mir für den Keller oder für zu Hause für meinem Elternhaus überlegen, dass ich für nächstes Projekt mir die Sachen relativ gut zugriffig haben kann, zugreife. Es ist aber wiederum eine Frage der Frequenz. Wenn du sagst, alle 3 Wochen beginnst du ein Diorama und machst mal einen Test oder mal anbauen, irgendwann, dann ist die Frequenz wiederum. Die Häufigkeit der Nutzung ist ein ganz klares Kriterium. Ja. Für Werkzeuge, aber auch für Materialien. Ja. Ja. Und was ihr dann, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also ihr seht ja diesen schwarzen Werkzeugwagen rechts. Da steht jetzt ein Stuhl vor, auf dem sitzt Jürgen gerade. Aber da ist so ein großer Werkstattwagen. Und dieser Werkstattwagen, der unter dem diese weißen Regale da stehen, ihr seht ja jetzt ganz rechts, die ganzen Laden da, die sind voll mit Modellbauwerkzeugen. Das muss ich mal dazu sagen. Aber den sehen wir vielleicht gleich im Bild noch etwas besser. Ich habe auch 25 Scriber, ne, in Anführungszeichen. Ja, ist bei mir auch so. Also das braucht ist, man oder nicht? Nein, braucht man nicht. Nee. Ich brauche eigentlich nur einen. Und den von Grave Fun allein ist der beste. Und der von ja, gut, sagen wir 2 oder 3. Tamir ist nicht gut. Gefällt mir nicht so. Aber so, was er jetzt hier sieht, das sagt Jürgen auch. Da oben die ganzen leeren Kartons da, die ich dann mal aufgefaltet habe. Und darunter,
Also darunter in den Kartons, da ist Styrodur drin. Also kleinere, größere Styrodurteile, die ich dann für Dioramen brauche. Vorschlag. Die Hälfte von dem Styrodur tut es auch. Kleinere Kiste hinein. Eindeutig, ja. Platz gewonnen. Eindeutig. Weil ja. das, dieses Sammel, ich habe auch, ich hatte irgendwann mal. Ich hatte irgendwann mal Schaumstoff, ja, ne, weil ja. ich dachte, so für Chipping und ja, so weiter. Ja. Ich hatte, irgendwann hatte ich so eine von diesen IKEA-Kisten, also ja, wie du eben die Schuhkisten ja, da ja, fast ja, voll ja. mit Schaum. Ja, ja. ja. Hallo? Ja, irgendwie. Ja, ja. Braucht man nicht wirklich. Also da ist wirklich. Und da, was ihr oben rechts in der Ecke jetzt da seht, das sind tatsächlich, das sind teilweise Star Wars und Modellbausätze, die ich da, die da nicht hingehören. Also wann brauchst du die? Dieses Jahr die noch? Kommen nicht noch, mehr? Nein, die kommen zu deiner Mutter. Genau, ja, die kommen in mein Home-Lager. Also da kommt schon einiges zusammen. So, jetzt seht ihr hier, das seht ihr mein Haupt... Also das, ihr seht jetzt hier den schwarzen Monitor. Das ist mein Backup Apple, mein alter. Und da seht ihr links da wo ihr gerade, wo das helle Licht leuchtet auf dem Bildschirm, das ist mein aktueller Arbeitsplatz. Und da seht ihr da drüber das Regal, da sind natürlich Unterlagen, Materialien auf der unteren Ebene. Und da oben drauf, das lagere ich immer für Besprechungsmodelle, die bald besprochen werden oder ja, die, noch nicht, ja noch die, dann, noch, die noch nicht wenn dran sie, waren. Wenn sie einen funktionellen ja. Nutzen haben, so. Besprechung. Und ihr seht hier diesen weißen Tisch, den kann man direkt unter den Tisch, wo der Apple draufsteht, drunter schieben. Und da seht ihr dann auch so eine Werkbank drauf und ja, der ja, damit ist, der runterschiebbar ist, muss halt eben frei muss, sein. Muss der frei sein, das ist das Problem und das habe ich weggebaut. Da seht ihr übrigens auch so ein Klemmstativ so von Manfrotto dran, wo dann bisweilen dann auch Sachen gefilmt werden mit dem Handy oder mit der Spiegelreflex. So. Ja, da unten seht ihr die Ratte, die ist nämlich gerade wieder in Mache, aber da hatte ich, ja, den ihr da seht, das war nicht die Ratte. Das, was ihr da hinten seht, ist, wie ihr unschwer seht, das weiße Gebäude. Das ist das war das ehemalige Luftwaffentransportkommando sowieso in Münster und jetzt ist es immer noch genutzt von der Bundeswehr, aktuell glaube ich nur von der SAR-Leitstelle Land, also wo die Bundeswehr-SAR-Hubschrauber gepatcht werden, dispatcht werden für Land. So, ja, das ist hier die Mega, also die Ecke ist genauso cool. Das ist da eigentlich mein Lackierbereich. Das ist die mülligste Ecke ja, im ganzen die, Raum. Ja, und die könnt ihr euch merken. Die mülligste Ecke, das ist müllig, das klingt immer so. Das klingt schon fast so mit so einem. Das, seht, also, wer mir nicht zustimmt, der soll da bitte mal was sagen im Chat, weil das ist die mülligste Ecke im ganzen Kalender, Raum. Den Kalender, den ihr da seht, das ist der fantastische Heller-Kalender. Ich sage hier nichts gegen Kalender. Nein, ich sag darunter dir, ist noch ein anderer Kalender. Darunter hängt noch einer. Ja. Also, ich habe also mehrere Kalender übereinander. Ja, das hier ist tatsächlich so. Und da sind alles so Sachen drin, die mit Farbe, mit Gläschen, mit Typchen, mit Dioramen wieder zu tun haben. Also, da muss ich was anderes finden. Das ist diese berühmte Kiste mit Büchern und mit dem unteren Bereich sind meine ganzen Messe, so Flyer von Nürnberg. Ach, das ist alles Blödsinn. Dann muss, also dieser Turm, ihr werdet es, also pass auf, ihr könnt jetzt das hier sehen. Das hier könnt ihr sehen, werdet ihr in den nächsten, das verspreche ich, das sage ich jetzt einfach mal, das werdet ihr in den nächsten 3 Wochen, werde ich das zeigen, im Videobeweis antreten. Dass das hier ganz anders aussehen wird. Wenn nicht, komme ich wieder und dann gibt's was. Achso, okay. Und jetzt muss ich. Erinnere mich bitte gleich nochmal, Rainer, erinnere mich bitte nochmal an unser kleines, unsere Challenge, unser Projekt. Ja, gut, hier die Farben, dann bist du, das kann man auch anders besser machen, das nervt. Ja, gut. Die sind aber hinten an der Wand, also die kannst du sogar noch davor arbeiten. Rainer Wolf sagt, das ist nicht müllig, sondern aufgeräumt. Rainer, das hast du richtig gesagt. Der Turmbau zu Babel, ich bin ein großer Turmbauer, das ist so. Und ihr seht ja hier die Tassen, ich habe nicht mal mehr genug Haken für Tassen. Jetzt habe ich doch letztens diese wunderschöne orange Tasse noch bekommen. Die kriege ich hier nicht mehr gescheit ran. Also, ja, das mein Evergreen-Regal, das bleibt natürlich, aber da kann ich vielleicht auch einen anderen Platz für finden. Also nicht hier in diesem. Hast du das mal im Laden geklaut, oder? Nee, da kann ich gleich noch was zu erzählen. Nee, ist auch nicht geklaut. Das war bei einer Ladenauflösung war es tatsächlich so. Rainer, du siehst, was da liegt. Ja, da ist nämlich jetzt schon hervorgekramt. Also, da komme ich nämlich gleich noch zu. Ja, hier unten drunter, da seht ihr auch da ist jede Menge Dioramenmaterial alles gelagert. Das Schlimme ist einfach, man vergisst es nach einer gewissen Zeit, was ja. da alles da ist, was man ja. alles hat. Und dann kauft man noch was Neues oder genau. man sammelt noch was Neues. Genau. Ja gut, die ganzen Kabel, das, naja, gut.
mein Gott, mein Bauch ist schrecklich. Ja, so, ich glaube, jetzt haben wir das ganze Elend nochmal gesehen. Der Rechner hier, also den ihr jetzt seht, der kommt weg. So. Der Raum hat Potenzial, das sehe ich auch so. Genau, das sehe ich auch. Also wenn ich das... Ja, Potenzial hat der, ja, auf jeden Fall. So, also, ihr habt jetzt auch, ich habe das jetzt extra nochmal gemacht, bin nochmal, wirklich nochmal an die wunden Stellen gegangen. Da wird sich jetzt einiges tun. Ich werde es natürlich auch zur Qualitätskontrolle meinem Berater nochmal zuschicken, fototechnisch, damit er sieht, das war nicht alles umsonst. Billig. Es wird mir ja, was kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Aber da könnten Mahnungen liegen, du weißt schon, ne? Was ist das? Ach, das Aluminium Body für Airbrush. Ja, ja. Benutzt er nie wieder. Wieso? Wie hast du eine. Ja, natürlich habe ich die Airbrush. Die liegt da. Karton, leere Taschen, leere. Das ist eine ganze Kiste nur mit leeren Taschen. Ja, das stimmt. Also gut, wir können uns vielleicht... Die Tasche mit den leeren Taschen, die ist wirklich die ist peinlich, aber die ist vollkommen überflüssig und nicht funktional. Wer ist das eben? Das war der Hadu, war neben? Ja. Genau, Hadu. Ja. Also ein Kompromiss, 50% Müll, 50% unaufgeräumt. Das sehe ich so. Mit dem Müll, das klingt so unrein. Aber okay. Also lass uns das mal auf den Shop. Kann ich noch so ein bisschen orange? Da kannst du mir noch so ein bisschen... Pass auf, jetzt musst du weißt, du musst das vorher shaken, weil da ist nicht Fruchtfleisch drin. Weißt du, in Portugal da unten, das ist frischer Zitronensaft vom Baum. Das ist es eben, ne? Ich brauch keine Flasche zu schütten. Da schmeckt der Zitronensaft ja besser als unser Orangensaft, das ist ja so. Wir haben auch Orangenbäume im Garten. In Portugal sind die Zitronen so süß, das haben wir nicht mal im Orangensaft drin. Dankeschön. Die Zitronen sind überhaupt nicht süß in Portugal, so ein Blödsinn. In Portugal ist alles besser. So. Nein. Aber wenn du möchtest. Ach komm, also du bist ja mein Kunde. Die deutsche, ja nicht so die deutsche Fernweh ist durch nichts zu übersetzen, zu toppen. Stimmt. Und ich muss dir auch ab und an recht geben, damit ich nicht komplett hier... Also du darfst immer widersprechen, das tun die meisten hier. Mhm. Das ist ja fast schon mein Role Model, der ewig Widersprochene. Aber jetzt muss ich auf eine Sache nochmal zurückkommen. Und zwar zwei Sachen. Evergreen Regal und die Dauntless Douglas. Oder die Douglas Dauntless. Das Evergreen-Regal hier stammt von meinem wirklich guten Freund Peter Meister, der damals das Plastikmodellbau-Center Niederrhein betrieben hat, den Plastikmodellbau-Teil, muss man dazu sagen, aus Neukirchen-Flühen. Als der seinen Laden aufgelöst hat, ich war am letzten Tag da eingeladen, wie viele andere auch, und dann war leider irgendwann Schluss und so, wir haben uns dann verabschiedet. Und beim Rausgehen sagte ich, hör mal, was machst du mit dem Evergreen-Regal da? Er hatte zwei. Und dann fragte ich, was machst du damit? Er sagte, die kommen weg. Ich sagte, wie, die kommen weg? Da hingen noch ein paar Dings dran. Ich sagte, nee, verkauf mir das. Er sagte, nein, doch. Ich sagte, verkauf mir das bitte. Weil ich wollte es nicht geschenkt haben, weil ich hätte es einfach aus Plündern empfunden. Ich finde, das macht man nicht. Gerade wenn so ein Laden so eine traurige Geschichte, dann weiß ich am letzten Tag da irgendwas mitnehmen. Das hätte ich so scheiße gefunden. Ich sagte, bitte verkauf mir das. So Arschgeier-mäßig, ne? Ja, wollte ich nicht. Und er hat mir das dann wirklich für einen guten Kurs verkauft, aber ich habe wirklich auch noch einen guten Preis bezahlt. Und das ist für mich, also, weil ich hatte so, also bei Evergreen-Sachen muss ich sagen, ist das wirklich ein funktionaler Angang, weil ich hatte Evergreen vorher immer in so Laden, das war scheiße, ich konnte es nie, habe nie das Richtige gefunden, war immer am Wühlen, am Kramen tun und machen, das hat mich nur genervt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, als ich dieses Regal eingeräumt habe, ich habe alle, also es hängt komplett, also sind vielleicht zwei, drei Haken sind noch frei, sind fast alle voll und alle unterschiedliche Nummern und natürlich viele Nummern habe ich gesehen, hatte ich doppelt, da hängen dann zwei Tütchen, weil eben das der Effekt war, ich hatte halt vorher, da hast du keinen Überblick mehr drüber, ne? Mhm. Und so sind die schön durchnummeriert, ich finde sie und das ist wirklich toll. Also das hat wirklich einen Ordnungseffekt. Das Problem bei diesem Regal ist nur, das kannst du kaum anheben, nix, weil dann fällt das komplett auseinander. Das ist nämlich nur so innen diese Blechte, also diese Haken und die Kabelbinder. Diese Drahtteile, die so quasi, die sind alles nur ineinander gehangen. Kabelbinder. Reingehängt.
Ja, bringt nicht. Das ist also man muss das ein bisschen mit Vorsicht drehen, kann man es, und man kann es so schieben. Ja, aber wenn das einer, ich habe das ganz oft, dass hier im Büro dann jemand das anheben möchte und mal eben zur Seite schieben, dann Glück. Und dann kannst du hier 1000 Heb aufspielen. Macht keinen Spaß. Also, wie gesagt, lieber Peter, solltest du das hier sehen. War eine schöne Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Du warst ganz oft. Eine leere Plastiktüte. Ich dachte, jetzt zeigt er ein leeres Kondom. Das hat aber ungefähr so einen Beweiswert. Eine leere Plastiktüte. Oh, also ich glaube, wir haben hier eine leere SD-Kartenhülle gefunden. Ach meine Güte. Und die SD-Karte, liegt daneben. Warum liegt sie nicht in der Hülle? Ja, gute Frage. Weil mir das was sagt, dass ich was nicht vergesse. Okay. So, zweite Sache. Also daher kommt das mit dem Evergreen-Regal, und ich stehe auf Evergreen. Ich bin ein persönlicher Evergreen-Jünger und ich mag es total. Plastruck ist aber auch okay, ist nur viel zu teuer. Hm. Und dann gibt es noch von vom Nürnberger Modellcenter NMN, die haben Nürnberger Modelleisenbahn, NME, sorry. Die haben so eine niederländische Firma, ich weiß gar nicht, wie die heißen, im Markett oder so, im Sortiment Plastikprofile, auch super viele und geile Plastikprofile, kann ich sehr empfehlen, und waren immer sehr günstig. Ich weiß nicht, ob das noch stets der Fall ist. 2019 waren die auf jeden Fall auf der EME in Lingen dabei, hatten zwar keine Produkte dabei, aber Produktinfos. Also da konntet ihr euch beispielsweise auch informieren, wann ihr in der Nähe vom Rebell stand. So, was jetzt das nächste ist. Also das Regal, das never ever, das bleibt, das muss bleiben. Das ist einfach was, da bin ich glücklich und freue mich drüber. Das Regal frisst Platz, du kannst das teilen und an der Wand montieren. Ja, aber das ist, ja. Ja, es gibt ja nicht mehr viele Wände, wo er hier was montieren kann, aber am Fenster, wie gesagt, da war ja. Und Burmi sagt, was ich vermeide, zu viele Projekte parallel. Rohbau lackieren, Dio, vor allem Dio macht sofort viel Chaos, weil man so viel benötigt. Bummi, ich gebe dir vollkommen recht, aber es gibt so Sachen, da sage ich, so bin ich. Und ich brauche 26 bis 30 Baustellen, sonst fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Ist halt so. Also man, ich brauche, da gibt es so, ich weiß nicht, wie man diesen Typ nennt, nennt man das sprunghaft oder so, aber ich kriege ja auch Sachen fertig, so ist ja nicht. Und manche Sachen brauche ich dann einfach so, um den Kopf wieder irgendwie frei zu kriegen. Oder um ein Problem zu lösen, muss ich was anderes machen und so. Das sieht vielleicht, ich will das jetzt nicht überhöhen oder so, das sieht vielleicht chaotisch aus, ist vielleicht auch chaotisch, aber ja Gott, so ist er. Ne? So hat er auch seinen Schulabschluss gemacht. Und der war wirklich gut. So, aber davon abgesehen. Jetzt die zweite Sache. Eine Challenge, diese Weihnachts-Challenge. Erinnert ihr euch noch? Rainer, Wolf und ich, wir haben drüber gesprochen und das machen wir. Rainer ist schon sehr weit, der macht ja seinen Büssing-LKW, wenn ich das richtig sehe. Wir hatten ja gesagt, ein Bausatz bis 2000, also Modelle vor 2000 bauen, entweder aus der Schachtel, verfeinert, wie auch immer. Und bis zur Weihnachtsspecial, das ist am 18. Dezember, glaube ich, zeigen hier. So, und ich habe ja gesagt, ich baue die Dauntless Douglas. Weil die Douglas Dauntless, weil das so eine viel Kindheitserinnerung dran hing. Und Rainer hat sie mir dann auch sofort zukommen lassen. Und da hänge ich am Fliegenfänger. Die muss gebaut werden. Da geht nichts anderes. Und da ich so ganz langsam denke, oh scheiße, die Zeit könnte schon wieder knapp werden, liegt sie hier schon. Also da liegt sie schon mal gut, aber sie ist schon auf dem Arbeitstisch angekommen. Also jeder, ich würde mich freuen, wenn ihr, gebt das mal so im Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Alte Bausätze, meinetwegen Leute, es muss auch nicht 2000 sein. Sagen wir mal wirklich deutlich alte Bausätze, die jetzt, sagen wir mal, nicht wirklich aktuell sind, gebaut, wie auch immer, gesupert, geweathert, mega aufgerüstet oder ganz einfach out of box. Die würde ich gerne hier auch zum Weihnachtsspecial einfach zeigen. So. So, Lars K., unter das Regal könntest du kleine Rollen schrauben. Dann muss das Ding auch hier mit im Raum stehen. Gibt es im Baumarkt, kosten wenig. Ja, da muss man mal überlegen. Das steht auch nicht mitten im Raum. Es sieht so aus, tatsächlich, aber es steht eher am Rande. Aber das ist okay. So, Jürgen. Ja. Wenn das jetzt heute ein Audit gewesen wäre. Ja? Mein was? Wenn das hier ein Audit gewesen wäre. Ein Audit, ah, okay. Und du wärst jetzt ein Versicherungsmensch, der irgendwelche Entscheidungsgewalt oder ein Banker, der irgendwas zu mir und meiner Company sagen müsste. Wäre ich kreditwürdig oder würde ich die Versicherung bekommen?
Also ich bin ja kein Auditor und auch nicht im Versicherungsgewerbe und mit Bankern habe ich es auch nicht so richtig. Insofern fällt es mir schwer, das zu sagen. Ja, also wenn ich kann, wenn es ein Scherz, scherzhaft natürlich, aber ernsthaft natürlich nicht. Ich bin durchgefallen. Ich würde aber sagen, wiederum, Modellbau ist eine sehr persönliche Sache, eine sehr individuelle Sache. Jeder. Warst du jetzt eigentlich vorhin wirklich schockiert, dass du hier reinkamst? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Schockiert ist der falsche Ausdruck. Ich würde einfach Affinität, Kompatibilität und Affinität. Ja. Also von der Affinität her oder so wie ich mich mit dem Raum identifiziere, Modellbauraum. Ja. Ja. Deine Wohnung ist ja größer, Gott sei Dank. Aber rein so der erste Eindruck ist, ich würde mich hier nicht so richtig wohlfühlen. Okay. Nicht, weil meiner ist auch, die Wände ist alles gerammelt, voll unter Tischen und so weiter. Aber bei mir, auch die Tische ist dann, ja, mit den Tassen hier und da, oder ich mache ein Projekt und zwei gleichzeitig und dann probiere ich hier was aus, dann werden die Tische auch manchmal ein bisschen voll. Das ist einfach die Natur der Sache. Ja, weil man einfach was praktiziert und wie gesagt, ich gehe da rein, mache eine halbe Stunde, eine Stunde und dann werden auch zwei oder drei da draus oder ein ganzer Tag, ist auch egal. Aber diese Affinität, die Kompatibilität, die wäre bei mir da nicht. Also ich würde den Raum nicht so gestalten. Ich bin auch ich bin auch in der Familie Geschirrspüloptimierer. Also ich habe so eine Optimierungsdings bei mir drin. Das ist ganz grässlich für meine Frau. Also absolut grässlich. Oh Gott, Anna! Die kann man ja laden. Ist auch egal. Bitte auch nicht. Ja, nein. Aber so ein bisschen Optimierung ist bei mir immer dabei. Aber beim Modellbau ist es mehr dieses Funktionale. Ne? Mhm. Ich bin auch alles, was funktional ist, das kommt mir eher. Und dann gibt es halt eben auch, ich bin ja vielleicht weniger der kreativ-künstlerische. Mhm. Mehr, ja. Aber gut, das war naturell auch so ein bisschen, auch beruflich bedingt, würde ich sagen. Ne? Softwareentwicklung, Engineering und so, da brennt uns eine gewisse Rationalität, Präzision, Organisation und so weiter, das ist gefragt. Ich bin ja nicht im Schreiben und Dings und so weiter. Und das ist auch eine Berufskrankheit, in Anführungszeichen, oder halt eben eine beruflich bedingte Option oder ein Wunsch. Insofern, wenn ich reinkomme, ich würde da gleich das aufräumen, da oben ist noch Platz. Das geht, diese Rädchen, ne, diese Prozesse, Denkprozesse, Beobachtungs- und Denkprozesse, die gehen bei mir sofort los. Mhm. Aber da will ich es, so funktioniere ich halt eben. Insofern, wie gesagt, Kompatibilität und Affinität, nee. Das war mal eine klare Ansage, Leute. Wer das ähnlich findet, also genau, Jürgen. Wir haben ja hier das interaktive Moment. So, ihr habt ja gerade noch mal in einem ausführlichen, selbstkasteiischen Banker verstehen das Modellbau-Business nicht. Ein Freund von mir unten in Portugal, ein bekannter Freund, der ist Banker und Modellbauer. Aber allgemein ist unsere Haltung zu Bankern noch ziemlich klar, oder? Ja, unsere, ne? Dein unsere, und meine. Ja, da haben wir uns heute lange drüber, aber das ist halt auch eine andere Geschichte, die, glaube ich, die ist. Aber ich meine, sorry, also Banker, die Modellbau betreiben, müssen wiederum gute Menschen sein. Ja, also ich bin mit Bankern auch nicht verbankert, verbandelt und versuche da auch stark auf Distanz zu gehen. Aber wenn sie Modellbau betreiben, dann könnte das für mich... Ja, nee, ich habe ihn kennengelernt und dann irgendwann, was machst du denn, ne? Ja. Aber da war es dann zu spät, ihm halt Banker, den Finger... Banker, du bist ja ein guter Mensch, wie kann das sein? Ja, genau, es war zu spät, ihm den Finger zu zeigen. Ne, nein, also Banker... Ey, und ich muss sagen, ich kenne auch persönlich nette Banker, aber die haben leider mit mir beruflich nichts zu tun. Das ist das Problem. Leider, oder Gott sei Dank. Freundschaft ja, und die Beruf, Frage. Ja. Ich weiß nicht, was man sich da wirklich wünschen sollte. Jetzt nochmal, Leute, die Frage, ihr habt ja gerade... Mal. Was denn? Sehr gut, Thomas. Ich sehe den tatsächlich keinen. Ne? Da hat er recht. Tatsächlich, hier guter, ist keiner. Guter Vorschlag. Gut, Thomas, gut. Rauchmelder. Ist ernsthaft wahr? Gibt die kosten nicht viel, 10 Euro. Stimmt, wir haben hier wirklich in diesem Raum ist keiner installiert worden. Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Gut, Rauchmelder, gute Idee, danke. Da merkt man, wessen EDV-Kenntnis bei DOS beginnt. Oh, muss sein. Mein lieber Benjamin, hör mal, ich habe DOS, da war DOS noch nicht mal erfunden. Wir haben allen Ernstes, bei mir am Gymnasium, wir waren der allererste Jahrgang, der wirklich ein
EDV, also wirklich EDV als Fach hatte. Also, also da ging es, wir haben Pascal, Turbo Pascal, Compiler und Basic natürlich auch, so ein Krempel alles gemacht. Also schon, also ein paar Sachen hat man davon mitgenommen. Der Hado muss weg. So, muss wieder weg. Die Erbersch ruft laut nach mir, will fertig werden. War schön, wir telefonieren, Bertolt. Ja, machen wir. Rainer, mach's gut, schönen Abend dir. So, also Leute, jetzt noch mal ganz kurz. Ihr habt ja vorhin in dem kurzen Durchgang gesehen, wie es jetzt hier wirklich aussieht. Bitte, jetzt mal bei euch, auf einer Skala von 1 bis 10. 10 heißt super, 1 heißt echt geht gar nicht. Wie wohl würdet ihr euch, oder erste Frage, wie wohl würdet ihr euch in meinem Chaos-Studio fühlen? Mit aller Einrichtung, die drin ist. Also alles, was drin ist. Also von 1 ist scheiße, bis 10 ist super. Wie würdet ihr euch hier fühlen? Bitte mal eingeben. 1, unterste Ende Skala, 10, super. An den Benjamin, ich habe noch mit CPM begonnen und vor CPM noch sogar noch Karten. Also Lochkarten. Die, ja, mit Bleistift Kreuze markiert, so total Lottoscheinmäßig da. Das waren meine ersten Programmiererfahrungen. Ja, das kenne ich von der Uni noch. Ja. Ja, also, bei mir war es Gymnasium. Mein Bruder hat das allerdings damals noch gemacht. Oh, Metal Storm hat das mit einem besonderen Algorithmus errechnet. Seine Wertung 7,3789. Aktuell 2, wenn auch. Das ist gut. Bummi, das hast du jetzt aber wirklich. Das ist ja brutal ehrlich. Bummi? Voll auf deiner Seite. Okay. Also, ich meine, für die, ich will das jetzt hier gar nicht beeinflussen oder so. Also, mein Ticker meint 7. Das ist schon ziemlich... Na, guck mal, Markus Bockholt. Lieber Markus, auf dich ist verlassen. Das war verarschen. Aber, also. Ne, Dix war verarschen. Markus hat dich verarscht. Markus ist super bezahlt. Das ist einfach vollkommen in Ordnung. Markus, alle Bestechungsgelder waren es wert. So. Genau, Datasette. Oh Gott, ein Graus. Mit den Dingern habe ich auch noch. Ja, oh Gott. ZX81 war mein erster persönlicher, sagen wir mal, Computer mit, einem Kilobyte Speicher. Vorher war es nur ein Programmierer, Taschenrechner. Da können wir echt mal ein extra Sinn. Dann könnte man echt mal ein extra Ding machen, Computernostalgie. Also wenn ich, vor allem wenn ich mein 64er und Datasette alles nicht verkauft hätte, was du heute für Sammlerpreise Scheiße, ich habe das Ding für 50 Mark damals dann weggegeben und ich musste 600 habe ich für diesen. Wobei, die wird heute nicht mehr funktionieren, ne? Die Datasette? Die wird dann nichts mehr lesen. Und das. Die Datasette wäre ja scheißegal, aber der Rechner, der 64er als Rechner. Der wird auch nicht mehr. Der läuft. Große Wahrscheinlichkeit. Doch, die laufen noch. Die Dinger, die haben nichts. Wenn aufgeräumt wäre, dann gäbe ich dir auch einen neuen. Okay, Lars, ich bin begeistert. So, Markus Bockert, ich bin noch nicht anders. Da fühle ich mich im Chaos wohl. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. lieber Markus, das sind halt diese. Das sind, gut, aber die Funktionalität, das mit der Funktionalität, das kriegst du aber damit, Thomas, das kriegst du mir damit aber nicht entwertet, das Argument. Jetzt werde ich mal hellhörig. Thomas sagt, ich würde dem Bertolt einen Rauchmelder spenden. Lieber Thomas, wie muss ich das verstehen? Bist du im Rauchmelder-Business oder wolltest du den Rauchmelder womöglich mit Wanzen und mit geheimen Kameras ausstatten? Nein, er meinte wahrscheinlich die Mechthild. Die sollte dir einen Rauchmelder spenden. Ach so, dass sie das. Zum Beispiel. Oder ich hier nebendran. Ich arbeite hier schon umsonst. Ja. Soll dir noch einen umsonsten Rauchmelder geben? Nee. Kommt gar nicht in die Tüte. Musst du schon selbst besorgen. Ja, nur mal so. Also wenn Thomas, falls du mit Rauchmeldern von Rauchmeldern Ahnung hast, lass es mich wissen. Ja, also gut, das ist das Erste. Aber ist okay, gut. Ich bin aufgrund, also ich finde immer noch diesen Wert 7,3789 von Metal Storm X, den finde ich geil. Also das hat sowas wie 3,1415, also so Pi, das sind so Werte, die kann jeder nennen, das werde ich mir merken können. Also 7,3789 ist so ein Wert, 7,3789, habe ich mir schon gemerkt. Für den Markus ist Modellbau eine gewisse Kompensation, die Unordnung in Anführungszeichen ist für ihn eine Kompensation der Ordnung beim Arbeiten. Das ist doch bei mir auch so. Nee, du arbeitest du arbeitest jetzt auch nicht aufgeräumt. Hast du das hier mal gezeigt, den Stoß hier nebendran? Oder? Nein, hallo, was ist das denn? Wie wird's denn jetzt? Es ist ja nicht nur die Platte. Also ich bitte euch. Also fragt meinen Steuerberater mal, der kann euch sagen, wie aufgeräumt ich alles abliefere. Also,
Aber ich mache, also eins dürfte man nicht vergessen, Leute. Also ich mache hier gerade mal eben so ein bisschen, ist jetzt nichts, ich finde das nicht so, wenn das stimmt. Nee, ich glaube, aber, der Thomas sagt, ich würde, er würde, ich meine, der ja, meinte wirklich, ich, der sagt ja, gerne. Aber, und es steht aber, er sagt Rauchmelder, wenn Bertolt Brews zieht. Ich glaube, Thomas meint so ein bisschen auch so dabei. Achso, gerne. Ja, Thomas, da reden wir mal drüber. Wir werden mal die Tage, werden wir mal quatschen. Aber einfach nur so aus Neugier und dann gucken wir mal. Ach, Benjamin war das mit dem. Aber nur, wenn Bertolt Brews zieht. Ja. Ganz ohne Scheiß, das kann ich wirklich richtig, also das kann ich wirklich richtig gut. Das Verrückte ist, man muss ja gar nicht viel können, um Gussäste zu ziehen. Aber ich weiß, als Kind, ich habe es nicht gebacken gekriegt. Ich habe nicht gewusst, was sie wirklich wollten. Da stand, ziehen sie Gussäste, dann machen sie heiß. Und dann ist mir immer durchgebrannt. Ja, wollte ich nicht. Erstens, wenn ich zu meiner Mutter gegangen bin, kann ich mal ein Teelicht also haben. Gleichmäßig dünne Gussäste ziehen, das ist, also ich kann die auch ziehen, aber dann manchmal so ein Knubbel da in der Mitte. Doch, das bei ja, mir kommt aber, das immer mal wieder vor. Aber da muss man auch mal ganz fair sagen, es gibt einfach Gussäste, mit denen kannst du es vergessen. Ja, gut, das ist noch Materialfrage. Und es gibt Material, da weißt du, es funktioniert. Ja. So. Übrigens, Evergreen beispielsweise kannst du fantastisch ziehen. Ne? Und es gibt Q-Tips. Q-Tips konnte man, ja, aber also die zum Beispiel, die ich hier da hatte, aber die konnte gibt er nicht mehr. Da habe ich 1:72 Maschinengewehr für die Corsair. Ja, für ja, die F4 genau. Hab ich die. Problem bei Q-Tips war natürlich immer nur, der bog natürlich auch schnell und auch wenn es kalt wurde, war das meistens nicht gerade. Aber klar, das ging. Ja, für Maschinen, also ja. Für Läufe. Ne? Ja, und das kannst du natürlich heute, also dafür würde ich heute sowas nehmen, wie von Elbi und Alois. Die haben mir die feinsten ja, gut, dünnen Röhrchen. Ja, Q-Tips kosten nicht nichts und dann bezahlst du ein paar Euro. Aber gibt's ja nicht mehr. Du kriegst ja keine mehr mit Plastikstäbchen. Deutschland dürfen die nicht mehr verkauft werden. Mhm. Kriegst du nur noch als so mit so einer, was ist das, Hartpappe oder? Dafür habe ich ja in meinem gut aufgeräumten Modellerlager ungefähr sechs Pack Q-Tips. Ich könnte damit leben. Thomas, tu das, melde dich bei mir. Würde ich mich freuen. Der Westfale in Bertolt braucht den Ausgleich, darum das Chaos. Ja, das ist vollkommen richtig, ja. Der Westfale, also ich weiß nicht, falls das Leuten, die nicht aus Westfalen zuschauen, man sagt uns Westfalen eine gewisse Maulfaulheit nach. Das hat man mir allerdings selten nachgesagt. Vielleicht bin ich doch vom Postboten und der kam offensichtlich danach, weiß ich nicht aus Westfalen, aber nein, stimmt, ich habe zu viel Ähnlichkeit mit meinem Vater. Aber vielleicht war meine Mutter ja gar nicht meine Mutter. Nein, das kann auch nicht sein. Ich verrenne mich. Also der Benjamin, auch eine gute Idee. Könntest du die Revell, die gebauten Revell-Kits, könntest du die Kartons recyceln für den Buch? Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja oftmals auch kritisch, wenn, also das bin ich nicht nur bei Revell, das bin ich bei anderen Sachen auch, aber ich würde mir, wenn ich einen Wunsch an Revell frei hätte, ja, dann wären das in neun, würde ich sagen, macht eure Kartons, alle Kartons so wie Mini-Art. Stabile Kartons, die man super lagern kann. Ne? So. Ich verstehe das natürlich schon. Also hier zum Beispiel die Hermann Marwede, die ich auch noch vorstellen will. Du hast ja gerade selbst gemerkt, welche Mühe du hattest, dass dieser Karton, das ist ein Stülpkarton, aber der ist sehr, sehr dünn. Und das ist ein Riesenteil. Ja, das ist, wenn du da was draufstellst, das bist du voll durch. Absurd, und das ist natürlich sehr schade. Was da drin ist, richtig geiles Zeug. Also das werde ich euch aber die Tage, das kann jetzt noch ein paar Wochen, zwei, drei Wochen dauern, ich weiß es nicht. Der würde hier Platz schaffen. Werde ich mir merken, Jürgen. Ich glaube, ich bin da jetzt noch spitzer. Das ist schlecht, wie Revell verpackt es keiner aus meiner Sicht. Also die Modellbau... Nee, nein. Da gibt's Modellbauhersteller... Doch, du kannst mal eben nach hinten greifen. Also, ein Hersteller, ganz oben die Kiste, Masterbox. Da oben. Die Figur, ja. Ganz oben, die oberste. Masterbox, Tamiya, also, noch die kleineren so, Dinger. Also da. Das hier, ja. Masterbox, ich liebe diesen Hersteller Masterbox. Letztens habe ich diesen Kit ja auch schon gezeigt, hier, diese Figur. Das Doofe ist bei Masterbox ist, das hält nichts, ne? Ich weiß zum Beispiel auch, dass Masterbox, also erst nochmal ganz liebe Grüße an Jürgen Großer, JG Handel, von dem habe ich das Muster. Der Jürgen macht zum Beispiel, dass diese Sachen werden, diese Kartons, werden also zusammengelegt, also flach, also noch nicht zusammengefaltet, werden die geliefert nach Deutschland, weil das auch Porto kostet, maximal spart. Und dann werden die in Deutschland erst, faltet der Importeur die zusammen. Aber das ist halt so extrem dünn, dass das, wie gesagt, das hält nichts. Also du darfst auf der Masterbox-Kiste auch nur Masterbox-Sachen drauflegen.
Sobald du was drauflegst, was schwerer als ein Brieföffner ist, aber auch so, kippt das zusammen. Ja, bei Revelle, das ist bei vier, also je größer die Kartons werden, desto schwieriger wird es. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel Kartons bei Revelle, die da echt deutlich anders sind, sind zum Beispiel die hier vom VW T1, Dr. Oetker, diese Easy Click und so, die sind schon stabiler, die Kartons. Aber, okay, aber das ist sowas, ja. Masterbox muss hochkant in Kartons. Ja, eigentlich ja. Das ist so. Ja, sehe ich auch so, Burmi. Also die Kartons, und dabei sind die toll bedruckt. Das muss man wirklich sagen. Also denn die Boxart und das, was hinten drauf steht bei Masterbox. Also ich überlege schon ernsthaft, mir für Masterbox wirklich sowas zu machen, dass ich die Kisten wieder auseinander, also wieder entfalte und dann irgendwo schön in so Ordner lege. Und die Figuren dann irgendwo anders nummeriert, irgendwo ein. Aber das ist wieder zusätzliche Arbeit. Ne? Ich glaube, wenn du hier mal das mal ein bisschen angegangen bist, dann ich nehme ja an, deine Einladung und das Thema heute war ja auch ernst gemeint. Insofern, ja, es ist total ernst gemeint. Insofern denke ich, du hast hier einiges noch an Platzpotenzial, was du nicht ausgeschöpft hast. Und du kannst halt eben damit das Ganze funktioneller gestalten. Aber das sagst du Mechtel gleich schon, dass hier noch Platzpotenzial ist, was ausgeschöpft habe. Nee, klar. Dass hier rein netto-technisch noch einiges reingeht. Ne? Je nachdem, was du mir zahlst, sage ich alles. Nö. Aber nochmal eben ganz kurz dazu, was vorhin sagst du, also dieses hier, also wenn ich das hier so zeige und wenn dann so, warte mal, wer hat auch kein neues Lager digital, reicht das mit den Bildern? Hast du eigentlich auch recht. Ja. Ja. Das gleiche Problem habe ich übrigens. Ich habe noch ein anderes Lager, wo alle meine Zeitschriften lagern. Da habe ich Schiss davor, das mal anzugehen. Weil ganz ernsthaft, ich weiß, also habt ihr einen Vorschlag, was mache ich mit zig Jahrgängen von Zeitschriften A, deren Name nicht genannt werden soll? Die alten Jahrgänge, das 40 Jahre alte Heft, was ich mir mal irgendwann für teuer Geld gekauft habe. Also das erste Heft, das steht natürlich nicht zur Disposition und auch die Ausgaben, die ich selbst gemacht habe, verantwortet habe, irgendwie auch nicht. Aber ich habe auch noch so viele alte andere Zeitschriften von Kit und wie auch immer. Was macht ihr damit? Wenn ihr so einen Riesenberg habt, irgendwann bist du ja der Messi, ne? der dann im Zeitschriftenberg ersäuft. Was macht ihr da? Könnt ihr sowas wegschmeißen? Schreibt das mal eben kurz rein. Könnt ihr alte Zeitschriften wegschmeißen oder was macht ihr damit? Wer das kann, bitte 1 schreiben. Wer das nicht kann, bitte 2 schreiben. Und ja. Da ich ja nichts schreiben kann, hier sag ich es mal. Ne? Ja. Also ich habe auch Schwierigkeiten, alte Zeitschriften wegzuwerfen. Ben ist ja wirklich, manchmal kann er ja richtig kalt sein. Aber ich habe die genau in den IKEA Zeitschriften-Dingern da, in den Boxen, da passt nur ein Jahrgang oder passt das rein? Die finde ich schrecklich. Also da schneide ich mir die Finger dran schon mal beim Aufbauen und dann sind die immer unten immer ein bisschen rund. Okay. Und dann, aber ich stelle dich dann ins Regal rein, ich habe meine Regale, Billigregal, du schreibst die rein. Was habe ich eigentlich gerade gesagt? Bei 1 kann ich wegschmeißen, 2 nicht. Markus Bock hat nur noch digitale Magazine und eventuell alte Scannen. Ja, gibt es auch Jet und Prop aus den 90ern bei mir? Michael, da müsste ich nachgucken. Also die alten zu scannen, da glaube ich, da wäre ich ungefähr einen Monat bei mir zu Hause. Da brauche ich lieber einen Bausatz oder 2. Aber das war alle Zeitschriften weg, nur noch Bücher. Ralf P., ja. Das, weißt du, das ist bei mir aber genauso, das ist wie mit diesen Dioramen-Sachen. Ne? Mhm. Du hast einen Artikel, sagst, boah, den kann ich nochmal verwenden, da kann ich nochmal zum Anfang. Ihr müsst ja auch mal so sehen, für mich war das ja auch beruflich immer so Sache. Ihr kennt das ja, wir mussten jeden Monat irgendwie 100 Seiten neu gestalten. Ich habe doch heute noch so, wie gesagt, ich sitze jetzt, ich habe gerade jetzt vor kurzem einen neuen Auftrag bekommen für ein Modell, was irgendwann mal jetzt auf den Markt kommt, da wieder so ein Begleitheft dazu zu machen, so, ne? Mhm. Und man ist ja immer über Anregungen, man ist so wie mit lange Röcke, kurze Röcke. Man guckt sich Moden an. Also ich glaube, Modeschöpfer gucken sich auch die Geschichte der Modeschöpfung von immer wieder mal an, weil das immer mal wieder so im Kopf, damit du so warst, ist schon gemacht worden, nee, das könnte man besser machen und so. Das hat mich immer davon abgehalten, irgendwas Altes, was heften geht, wegzutun. Also ich würde wiederum auf den Punkt zurückkommen, was ist der Wert? Ja. Ja, also wenn du ja Kartons hast oder Diorama oder leere Fläschchen, ich würde eher die, sag mal, Platz machen, indem ich leere Fläschchen und Styropor
Und für Dios, das wird's nächstes Mal, ja, bevor ich an die Zeitschriften gehe, weil ja, irgendwann... Die sind ja auch nicht hier. Ja, nee, aber die stehen ganz generell. Die stehen in einem schnöden Außenlager, ja. Nummer 2. Außer du hast jetzt, sagen wir mal, 1000 Zeitschriften, ja, und die nehmen dir eine ganze Wand ein. Ja, also ja, das ist natürlich was anderes. Okay, also Martin Pollack sagt, ich habe meine alten MF und Kit irgendwann entsorgt, nachdem ich sie jahrelang von einer Ecke in die andere geschoben habe. Ja. Puh, ein Artikel aus der Zeitschrift sind eventuell 4 Seiten, der Rest kann weg. Ja, das ist so, oh, Benjamin, weißt du, ich bin im Studium, also im Geschichtsstudium ja auch mit dem Thema Archivwissenschaften ein bisschen vertraut worden. Und dann dieses, weißt du, ein guter Kumpel von mir hier aus Münster, der hat das irgendwann gemacht, der hat aus allen Zeiten genau das so gemacht, hat alles ausgeschnitten, zusammengeklebt und dann hatte der näher 2 so dicke Ordner mit dem, was ihn so, und ich war entsetzt, ich denke, mein Gott, du hast die ganzen Bestände auseinandergerissen, du hast sozusagen die Provenienz, also den ganzen Kontext zerstört, ne? Aber ich muss mal gucken, es ist ja nicht mehr handelbar, das merke ich tatsächlich auch. Mach nicht so einen Stress draus, sortiere die Kartons mal durch, wenn das macht viel, viel Platz, viele sind halb, da hast du auch recht. Ja, Benjamin entscheidet sich eindeutig für kurze Röcke. Diese qualitative Kommentare. Also das mit der Zeitschrift, da muss ich mir echt mal was überlegen. Da muss ich auch mal wirklich schauen, ob ich das vielleicht auch, weiß ich, vielleicht muss ich die auf der EME irgendwann auch mal auf der nächsten EME vielleicht sogar einen Stand aufmachen, wo ich auch mich vom Großteil der Zeitschriften dort trenne, so bundlemäßig oder eBay oder aber eBay, da muss ich zur Post, das ist grausam. Ja, Leute, lieber Jürgen. Wir sind immer mehr dazu, wir waren 24. Ja, ich weiß, ja. Es ist, jetzt werden wir weniger. Also, Lars sagt Archivwissenschaften, dann ist dein Zimmer also ein Archiv. Na, dann ist ja gut. Ja, du, Lars, ich sag mal so, ich habe irgendwann gelernt, so verrückt zu sein, dass sich jeder Mensch als Gesamtkunstwerk begreifen sollte. Da kann man sich seine eigenen Verrücktheiten besser erlauben. Ja? Und ich sag mir so, solange meine Holdeste, das Wichtigste in meinem Leben, ansatzweise da ein gewisses Amüsement dran finden kann, finde ich das absolut erträglich. Sobald es nur noch weh tut, dann ist es auch, dann geht es nicht mehr. Also wenn die sagen will, Bertolt, entscheide dich, dann müsste ich für was ich mich entscheiden würde und es wäre nicht die Zeitschriften. Ja, der Hadu meint doch hier, das macht nicht so einen Stress daraus, du gehst die Kartons mal durch, genau, und das macht viel, viel Platz. Ja, ja, da stimme ich voll zu, also ich, das ist einfach so hier. Die Hefte bei der EMA anbieten, ja. Das ist, wäre eine Möglichkeit. Michael, das hatte ich tatsächlich schon zweimal vor. Das Problem ist immer nur, ich weiß nicht, ob du dir. Also ist eine liebe Idee, auch schön, dass du das auch nochmal aufnimmst, aber das Problem dabei ist echt, und ich sage jetzt schon zu Lösungen sofort kommentieren. Die Tonne Papier zu EMA zu schaffen. Genau. Ich mache schon einen halben Umzug, um alles Material, was wir da brauchen. Da fahre ich schon 4 oder 5 Mal mit meinem Kenny Maxi, der ist rappelvoll hinten, um alles Material, was ich für die Orga brauche, dahin zu schaffen. Anhänger kaufen. Oh, ja, geht ja nicht. Ich kann keine Anhängerkupplung mehr, weil ich ja hinten, ich habe ja für meinen Elektromobil, geht auch keine Anhängerkupplung mehr. Also, das Ding, wenn der Allach noch einen Anhänger braucht, dem kannst du auch nicht mehr helfen. Also, dann brauchst du einen 7,5 Tonner. So, Kartonschuhe, alles aufheben. Irgendwie Freudenfeuer. Wir könnten da wirklich ein Freudenfeuer da draußen. Wortwörtlichen Freudenfeuer draußen. Also das hatte gerade Benjamin, hat das mit dem Verbrennen, hat das heute. Also rituell, wenn, sozusagen. Wenn, du weißt ja selbst, du bist ein kluger Junge und du kommst ja auch aus einem politischen Haushalt, das wissen, weiß ich, wir beiden wissen das. Mein Lieber, du weißt ja, das mit dem Bücherverbrennen, das hat so ein Geschmäckle in Deutschland. Da sollte man, und Zeitschriften würde ich mal in reichen Bücher packen, das sollten wir vielleicht doch nicht als ernsthafte Erwägung. Ich gebe dir aber recht, wenn Herr Putin uns in diesem Winter den Gashahn abdreht, also für einen Winter könnte ich mit meinen Zeitschriften heizen. Also das würde gehen. Das könnte ich auf jeden Fall sagen. So. Ich brauche doch einen Schiffscontainer. Lies meinen Kommentar ganz. Okay. Wobei, das fällt hier in die falsche Ecke. Hast du recht? Ben, du hast so recht. Ich fühle mich geohrfeigt. Danke, du hast recht. Ich hätte es ganz lesen sollen. Freudenfeuer im Kühlturm vom AKW Lingen. Oh Gott, bitte. Also, Feuer und AKW, das zusammen ist auch nicht die beste Kombi. Ja, okay. Sprinter mieten und gut ist. Übrigens machst du einen Raum mit Verkauf wie in Telford. Wir überlegen. Da würde ich auch noch dazukommen. Da würde ich auch noch was ausstellen. Ja, das ist
also so ein Raum, also muss ich mal, so könnte Kidswap kennst du ja. Leute, wenn ihr euch das, ihr wisst ja, wie ich das vom ich muss das vom Personal, wir haben ja so ein festes Team, stoßen auch immer noch mal wieder ein paar Leute dazu oder so, aber wir haben ein ziemlich festes Team schon seit Jahren auch, was auf an Mitarbeitern, auf die ich bei der EME zurückgreifen kann. Und das ist nicht das Größte, das ist auch nicht das Kleinste, aber das muss auch, die müssen auch alle irgendwo bezahlt werden. Ne? Die Einzige, die wirklich dafür aus Lust und Liebe ist, das ist die liebe Mechthild. Da bedanke ich mich dann schon auch noch, aber es ist tatsächlich so. Also gut, das muss eben alles bezahlt werden. Und wenn du dir anguckst, dieser Kidswap in England, also so wie die das in England machen, könnte ich das gar nicht machen. Das wäre unbezahlbar. Weil da steckt natürlich ein Club dahinter. Da sind die locker mit 30 Mann eingesetzt in diesem Kidswap. Ich habe da mal nachgefragt, wie viele Leute das bindet dort. Über die 3 Tage verteilt sind das fast 30 Leute, die in diesem Kidswap, plus noch 2 Türsteher, die da von der Halle gemietet sind. Also richtige so Disco-Brecher, ne, die da vor der Tür stehen und die dann erstmal, it's full, ne? Stop here, ja? Wegen no entrance. Ja, also man versteht sie kaum, aber die eindeutigen körperlichen Gesten, die sie machen, sagen dann schon auch einem nicht des Englischen mächtig sprachigen, also bleib mal stehen. Das ginge so nicht, aber da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. 7,5 Tonnen mit Hebebühne und Paletten auf Hubwagen. Ja, so sehe ich das auch. So, Asche auf dein Haupt aus MF-Heften. Ja gut, also Asche aus Modellfeinheften auf mein Haupt, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ein Sprinter bei dem, was Papier wiegt, ja. Bezahlen mit Magazinen, ja, das wäre auch nicht schlecht. Aber das sind ja durchaus Leute, die durchaus nicht mit Modellbau-Magazinen zufrieden wären. Das ist diese finanziellen Interessen immer. Ich verstehe das auch nicht, aber gut, so sind die Mitarbeiter. Es ist so schwer, gutes Personal zu bekommen. Wollte ich immer schon mal sagen. So, okay, Leute. Also, ihr seht, ich fand das heute echt mal total spannend. Also ich habe mich super gefreut, lieber Jürgen, dass du heute da warst. Ja, kriegst du gerade einen Anruf? Es ist meine bessere Hälfte. Dann geh doch ran. Ist doch kein Problem. Wir hören doch gerne, ja. Mal eben zu. Du kannst ja sagen, okay, dass wir auf Sendung sind. Hola, Fofinia. Hola, Anna. Hallo. Sie in der Stammisch eine Emission. In der Moralissimo Pugadinho. Mal 5 Minuten. Depois liegen wir dabei. Eigentlich ist das saarländisch. In der Stammisch. Sie in der online. Ja. In der. Ich finde, ich verstehe es ganz genau. Es ist total saarländisch. Okay, da. Phonetisch schon, ja. Virginio, déjà, dabei, déjà. Also phonetisch ist es dem Saarländischen ähnlich, das stimmt. Kommt denn da? Also der ganze Mund-Nasal-Gaumenraum ist vollkommen, also der muss auch russisch, also ich finde phonetisch, russisch, ukrainisch und die Ukrainer, die nach Portugal auswandern, die haben das, die Sprachen 0, nichts drauf, ja, vielleicht nicht vom Wortumfang her. Glaube ich sofort. Aber phonetisch, das ist enorm. Gibt es da diesen Digetuneu? Verstehst du das? Digetuneu? Was ist das? Auf gar keinen Fall, kommt nicht in die Tüte. Ist das nicht portugiesisch? Was? Ich dachte immer, Digetuneu. Kennst du das nicht? Nee, ist das. Dann habe ich mir das falsch gemerkt. Das war vielleicht koreanisch. Das habe ich mir falsch gemerkt. Ich dachte, das wäre was. In die falsche Schublade. Sitzt da, aufräumen bringt was. Ja, sorry, Portugiesisch, okay, guck mal, hört sich nett an, sagt Rainer, guck mal hier, Bom Neute, sagt Daniel. Portugiesisch ist total fisch, total krino, muito fisch. Ja, aber das mit dem Fisch, ich will jetzt nicht, nee, jetzt das nicht war so, kein Fisch. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht so platt sein und fisch, sagen, Fisch ist toll, lieb, nett. Okay, aber irgendwie so mit... Hat nichts mit Fisch zu tun. Okay. Also ist ganz toll. Also portugiesisch, nicht. Also Jürgen. Fica frio. Oh, ganz, da redet ja einer. Ja, der hier Benjamin ist unser kleiner Sprachenknubbel. Der, ja, der hat jetzt wahrscheinlich Google Translate. Das kann allerdings auch sein. Ne, kann man aber ja nicht, nee, bei Ben wäre ich mir nicht so sicher. Ben, der kann schon wirklich einiges an Sprachen. Gut, muss schon sagen. Okay. Kann schon ein Talknubbel, wie der Niederländer sagt, ein Sprachenknubbel. Lieber Jung, hat mir Spaß gemacht. Ich fand das mir sehr ebenfalls, schön. War ja meine und, Premiere hier. Und ne? Ich hatte, du bist einem noch viel schlimmeren Anschlag heute nämlich entkommen. Also kann ich dir jetzt auch sagen, was das gewesen war. Einer der nächsten. Nein, das mache ich, das ist ja unhöflich, das macht man nicht. Nein, bei dir weiß man aber, nicht. Aber nee. Ja, wenn wir mir unterstellen, Leute, dass ich Leute immer ganz gerne einspanne, aber das,
Also erstens, Leute, glaubt mir eins, wenn du im Rolli sitzt, dann brauchst du die Beine anderer Leute. Das ist leider so. Aber Wackeljahr. Okay, gut. Ja. Benjamin, Benjamin, erst noch mein Thema, sag ich mal, was ist Kommunikation? Also wir haben vielleicht eine Kommunikationsbasis hier, passiver. Die anderen nicht so verstehen. Ja. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Ruki Wersch. Okay, das ist egal. Da hat es noch einen Anschlag auf mich. Der Nächste, der jetzt hier wirklich physisch in Person sitzt, der kann sich schon drauf freuen. Nein, der muss nicht auch freuen. Also, man sagt mir eine gewisse Sprunghaftigkeit. Hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber wäre gut. Okay, ich bin ja Saarländer. Okay, alles gut. Der Nächste, der jetzt hier wirklich physisch in Person sitzt, der kriegt von mir einen Scratch-Bild-Auftrag. Ich hatte das da schon liegen. Ich zeig's dir, was es gewesen wäre. Und dann habe ich aber gedacht, das könnte vielleicht, aber jetzt der Nächste ist ja vielleicht vor. Während du das suchst, kurz eine Story. In unserem Modellbauclub, da gibt's einen Fuzzi, einen Kollegen, der baut die Dinger, bemalt sie, aber dann gibst du diese speziellen Anwendungen. Was weiß ich, Verspannung beim Doppeldecker. Die Antenne auf ein World War II Flugzeug. Irgendein spezielles Weathering mit Pigmenten und so weiter, was nicht drauf hat. Der baut das Ding so 80% und dann kommt er bei uns in die Meetings rein und dann sagt er, Luis, könntest du mir, also da, ne? Und der Luis ist halt auch so ein enthusiastischer, ja, und dann die restlichen 20% macht der Luis und dann gewinnt er halt eben dann mit dem Modell die Silbermedaille. Und wir verarschen den natürlich ohne Ende. Gut. Das wäre heute dran gewesen. Nicht sagen, was es ist. Ja? Nee, ich weiß auch gar nicht, was es ist. Erkläre ich dir gleich. Ja, wäre auch nicht ganz, aber so Teile davon. Ne? Mhm. Hättest du, also, hat jemand von euch einen 3D-Drucker? Oder? Nein. Darum geht's. Nein, also das ist das Nächste, was wir machen. Also, er gibt eine Scratch-Bild-Aufgabe. Das ist keine Drohung. Ich finde das super spannend. Ich finde, das ist ein Mega-Format eigentlich. Also der Nächste, also, der das war, ich habe es ja gesehen, es ist ein Wolf im Schafspelz. Ja, es wäre, ja, aber es ist halt so, ja, genau. Wie dem auch sei. Also das ist auf jeden Fall, ich finde das eine total coole Sache. Und wie gesagt, der Nächste, der sich hertraut und der kriegt tatsächlich... Dann komme ich dieses Jahr aber nicht mehr. Das kommen auch noch welche. Also, genau. Aber weißt du, warum du heute wirklich an der Sache vorbeigeschlittert bist? Nee. Das hast du bei der kaputten GoPro zu verdanken. Ah. Die GoPro ist nämlich, die kann ich nämlich so vertikal, also so den Tisch so anbringen, genau. Dass du wirklich schön von oben sehen kannst. Genau, ganz fantastisch. Das Problem ist nur tatsächlich, also meine neue ist mir ja geklaut worden und meine alte GoPro, die hat ein Wackeln. Da habe ich ja Glück gehabt heute. Ja, das ist echt Glück gehabt. Ich habe heute Morgen echt nochmal getestet und ich denke, scheiße, das geht nicht. Also die erste lief so und dann kam genau wieder dieses, ihr habt das hier schon mal gesehen, so ein leicht lila verzerrtes Bild. Also ich kann nur sagen, also mit dem Gig heute bin ich wesentlich zufriedener als mit dem, was da das mir eben gezeigt hat. Nein, das wäre jetzt auch was gewesen. Da hätte man auch entsprechende Vereinfachungen, da hätte ich so ein paar Elemente rausgenommen. Aber beim nächsten Mal tatsächlich, das machen wir, ich finde das total cool. Wir sitzen dann zu zweit da, weil das können wir dann machen. Der eine sitzt auf der einen Seite des Tisches, ich auf der anderen Seite und dann filmen wir das. Ich glaube, dass das eine ganz coole Sache ist. Die Maus in der Ratte? Nein, die Maus in der Ratte wird nicht gebaut. Das ist immer dieser Witz. Ist doch. Aber Ben, da habe ich dir aber jetzt immer mehr. Da kannst du mehr. So, Leute. Also, ihr wisst ja, wenn Bertolds wollen auseinandergehen, bleiben sie noch lange stehen. Also, jetzt machen wir mal ganz einfach Schluss. Falsch. Ich moderiere ab und jetzt gehen sie alle weg. Nein, bevor ihr weggeht, die noch nicht gemacht haben, bitte mal eben kurz den Daumen hoch lassen. Und wer tatsächlich noch auf der anderen Seite des Mondes lebt und diesen Kanal noch nicht abonniert hat, möge sich auf die sonnenzugewandte Seite des Mondes begeben und diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann kann er nichts mehr verpassen. Okay, ich verspreche dir auch was. Ich mache das jetzt endlich. Ich bin nämlich der Social-Media-Muffel. Ich mache das jetzt. Du hast nicht abonniert? Nee. Abonniert habe ich, aber die Glocke.
Also ja, die, genau. Ja, die Glocke wäre gut. Genau. Wobei ich tatsächlich sagen muss, die Glocke, ehrlich gesagt, manchmal kapiere ich es nicht. Die Kanäle, die ich abonniert habe, da kommt dann meistens, kriege ich dann so einen Hinweis auf eine Sendung einen Tag, nachdem ich schon gesehen habe. Ach ja. Das ist echt teilweise doof. Aber bei manchen ist es einfach auch so, guck mal, jetzt bitte, also nein, jetzt nicht. Wer schon den Daumen hoch gedrückt hatte, bitte nicht nochmal drücken, weil dann gehen die Marktbewertungen wieder runter. Genau. Danke. So ist schon besser. Aber gut, die Leute nochmal, ganz kurz. Also, wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Und Glocke drücken hilft immer, weil dann kann man sowas eben auch noch mal einen Tag später auch nochmal gucken, damit man es nicht verpasst. Ansonsten kommen hier in der Regel in der Woche ja immer 2 bis 3 Sendungen. Also insofern. Und auch die Shorts nicht verpassen. Es gibt einen schönen Short, habe ich gerade gestern oder vorgestern eingestellt. Hier so ein Testfit-Bau. Kannst du mir mal eben noch kurz das Pipperboot, Swiftboot geben? Von Rebelde. Also, so sieht's aus, nicht? Also der Testfit vom Swift sieht so aus. No Glue, nur mit Tape. Passt einigermaßen. Ben und ich haben uns da schon zu bestimmten Sachen ausgetauscht. Da gibt es auch noch einiges zu sagen. Das Ding wird auch, ihr seht es auch, das wird nicht ewig brauchen, bis das fertig ist. Da gibt es auch noch nach dem Bau noch ein paar Erfahrungen sozusagen. Aber gut, das wird jetzt den Rahmen hier sprengen. So, also in dem Sinne, ihr Leute, ihr wisst, kein Livestream hier geht vorbei, ohne nochmal ganz kurz den armen Loriot zu missbrauchen, der immer sagt, ein Leben ohne Modellbau ist möglich, macht aber keinen Sinn. Und, guck mal hier, das nee, ich wollte ja auch nur noch schnell, wo kann ich denn da klicken, dass ich da so, das mag, so ein, nee, so ein Like. Bist du über das WLAN drin oder bist nee, du über mein eigenes. Dann kannst du, da ist es. So, ich klicke drauf und das dauert jetzt ein Momentchen, glaube ich. Ja, das ist so angekommen. Das ist immer cool, ne? So, Dame, so ich beweise dir sogar, dass ich jetzt diese die Glocke drücke. Und das war nicht subscribed, das ja, stimmt, genau. Da muss ich mal einen Fehler gemacht haben. Und Glocke geht nicht, weil da muss ich. Ist egal, so. Ja, okay, cool. Aber desubscribed hast du dich jetzt nicht. Entsubscribed. Nee, ich habe mich subscribed. Ja, das okay. Ich war eben nicht. Okay. Subscribed. Okay. So, ihr Lieben, Rainer ist doch noch da. Viel zu klein. Wenn es darum geht, 1:72 zu bashen, dann ist egal, was ist, aber dafür ist immer Zeit. So, ihr Lieben, macht's gut. Tschö. Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Tschö, jo. Hasta la próxima. Ciao, ciao.